Hallo. Hallo und willkommen zu Jurassic World Evolution. Servus alle zusammen. Wen haben wir denn alles so am Start? Muss ich erstmal das Bild klein machen, um danach zu schauen. Wir haben den Jan, Lozenga, Lukas, Kenneth, Just Gamer, Froschi, Pinky, Beatles, Lorenz, Rocco, Claudia, Deadpool, Spielpanda, Joker, Maya, Theo. Zumindest waren die am Anfang noch vorhin da. Hallöchen alle zusammen. Ja. Es ist mal wieder soweit. Wir spielen mal wieder eins der Spiele, wo ich am Anfang jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, denke ich mir so, weiß ich noch, wie alles funktioniert. Es ist schon wieder eine Woche her, dass ich es gespielt habe. Wird bestimmt komplett schief gehen alles. Und bin ich überhaupt klug genug, dieses Spiel zu spielen, schlau genug? Und wenn ich dann erstmal so eine Stunde oder so gespielt habe, bin ich wieder voll drin und feiere dieses Spiel als eines der besten Spiele, was ich seit langem gespielt habe. Wir werden heute sehr viel erforschen. Wir sind immer noch auf der dritten Insel unterwegs und auf dieser dritten Insel, die werde ich heute möglichst fertig machen. Schauen wir mal. Aber wir haben noch unfassbar viele neue Dinosaurier zu erforschen. Und das werden wir jetzt gleich mal sofort tun. Ja, ansonsten ist alles vorbereitet. Es ist traumhaftes Wetter. Ich schone momentan noch ein bisschen den Sonnenbrand an der einen oder anderen Stelle. Neue Tastatur habe ich noch nicht besorgen können. Da war noch keine Zeit für. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft, alles zu schaffen, was ich heute schaffen wollte. Weil der Stream auf 15.15 Uhr angesetzt war. Eigentlich hätte ich noch zur Post gemusst. Da wartet ein Einschreiben auf mich. I don't know what it is. Muss ich dann morgen holen. Und dann bin ich morgen in der Stadt. Dann könnte ich morgen auch mal eine Tastatur besorgen. So, also wir sind zurück in unserem Park auf der dritten Insel, den ich so super feier. Einfach wegen dieser, ja, wegen diesem Einstieg hier halt. Ich habe beim letzten Mal sehr darum gekämpft, das Industriegebiet, das habe ich hier durch dieses Doppelblockung ganz gut hinbekommen, dieses Industriegebiet in diese Ecke zu bekommen, hat wunderbar funktioniert. Dann haben wir hier unsere zwei Gehege, unsere zwei Pflanzenfressergehege. Ja, ich gucke mir gleich die Fossilien an, jetzt bleib erstmal entspannt. Hier haben wir, glaube ich, ja genau. Die Dracorexe mit den Ipas, die alle keinen Namen haben. Warte mal, Max, Ipa. Nessa hat noch gar keinen Namen. Entschuldigung, Nessa. So, Max, Ipa, Nessa. Dann hier Tick, Trick und Track. Die sind alle in einem Gebäude. Im Gebäude vor allem, in einem Gehege. Kuchen, mit dem ich gestern zum ersten Mal PUBG zusammengespielt habe. Kuchen, Sahne, Zuckerguss. Wo ist Früchtchen? Da ist Früchtchen. Und Hans. Hans, der Einzelgänger. Tobt da hinten rum mit seinem dicken Schwanz. Ja, der ganz gemütliche Hans. Wenn man gestresst ist, muss man einfach nur den ganzen Tag Hans zuschauen. Dann geht's einem wieder gut. Ja. Wie hat so ein Dinosaurier eigentlich Sex? Jetzt mal ganz ehrlich. Das. Naja, wie Schildkröten halt wahrscheinlich, ne? Richtig leidenschaftliche Tiere. Na gut, ah ja, hier habe ich das so also gefeiert mit meinem Veggie Way. Einmal hier Veggie Way. Way. Veggie Way, so muss man sagen. Einmal hier durch. Was haben wir hier hinten? Hier hinten haben wir noch gar nichts, ne? Hier ist alles noch. Hier möchte ich große Pflanzenfresser noch hinpacken. Wir haben wieder die Veggie-Seite und auf der anderen Seite kommt unsere Fleischfresser-Seite. Die ist auch schon soweit im Gange. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Ein Zoritosaurus, der trinkt. Ich weiß nicht, was ein Zoritosaurus ist, aber wir können ja mal später nachgucken. Wir brauchen Bilder von unserem Werk hier. Ja, ist ja gut. Mit diesem Auftrag werden Sie für diese belohnt. Mhm. Sehen Sie ihn sich an. Ja, ich gucke gleich erstmal nach, was das überhaupt für ein Dinosaurier ist. Ach, jetzt habe ich den Chat gar nicht gelesen. Irgendwas habe ich gerade noch mit Dino Park gelesen. Hier regnet es seit zwei Tagen. Boah, Lukas, ey. Warum provoziert Lukas eigentlich ständig? Ich weiß nicht, ob das als Provokation gemeint war. Aber wenn ich Hunger habe, schreibt irgendwas über Essen. Wenn ich seit Monaten mittlerweile in einer reinen Wüste lebe, schreibt er hier, da regnet es. So, egal. Das ist unser erstes Fleischfressergehege. Da haben wir die Claudia. Guck mal, die Claudia ist auch im Chat. Huch. Claudia, einmal bitte dranbleiben. Unser Krokosaurier, der alleine leben möchte. Also er kommt mit den Kleinen hier klar. Es ist quasi unsere Mama Raptor. So funktioniert Erziehung.
Schnauze! Aber die scheinen sich zu verstehen, glaube ich. Ich habe zwar gerade das Gefühl, dass Claudia dem Raptor den Kopf abreißt, aber... War wahrscheinlich nur eine Erziehungsmaßnahme. Der Raptor da hinten, welcher war das denn? Peanut? Hat wohl irgendwas nicht in Ordnung gebracht. Irgendwas nicht ordnungsmäßig getan. Dann haben wir hier unser Nugget Long Inn. Das schön platziert ist, genau zwischen den zwei Fleischfressergehegen. Und ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall Dinos erforschen. Wir müssen ganz viele Dinos erforschen. Da haben wir nämlich noch alles offen im Grunde genommen. So, erstmal können wir hier ein bisschen Geld reinholen. Schön. Ach ja, das war ja Max. Max ist ja gar nicht mehr. Max ist ja mittlerweile ein anderer Dinosaurier. So, Money, Money, alles Money. Ah, und den habe ich bald endlich mal auf 100%. Welcher ist das? Parasaurolophus. Den brauchen wir noch auf 100%. Dann gucken wir mal auf die Expeditionskarte, wo wir den haben. Hier unten. Para, genau, hier ist er. Dann schicken wir da nochmal den Heli hin, damit wir den schon mal auf 100% haben, weil den hätte ich echt gerne. Von all diesen Entensauriern, ich kann die nochmal alle zeigen. Das sind, der hier. Das war Daisy und Donald. Dann haben wir hier den Dagobert, der erste Dino, den man überhaupt hatte. Und dann hatten wir aber noch einen, oder? Genau, den hier, der dann oben eine größere Keule auf dem Kopf hat. Und den hier, den man aber aus dem Film kennt. Warte mal. Ich schließe mir mein Handy an. So, heute Abend bin ich nämlich weg. Huch, im Kino. Und werde mir tatsächlich endlich mal, ich habe es immer noch nicht getan, aber ich gehe generell meistens sehr spät in Filme rein, weil dann hat man den Kinosaal für sich alleine. Jurassic World. Tatsächlich. Den ersten kenne ich ja schon, aber den zweiten gucke ich mir dann jetzt erst an. Und den haben wir gleich auf 100% und wir werden auf jeden Fall ein paar neue erforschen heute. Hiking Mono. Warte mal, ich guck nochmal eben. Lukas sagt gerade. Zoritos. Ah, den hier soll ich fotografieren, ne? Ungeil. Warte mal, dann kommt der einfach noch mit ins Gehege. Von Tick, Trick und Track. Dann ist das Donald. Normal. Kann ich hier noch irgendwas Neues machen? Lebenserwartung 160. Ist ein Träumchen. Hier wäre 163, aber eine geringere Belastbarkeit und Bewertung auch schlechter. Bewertung ist 36, Belastbarkeit 105. Wenn ich das hier mache... Nee, das ist schon ganz so gut. Das ist schon so ganz gut. Man kann nicht nur auf Lebenserwartung setzen. Nee, Belastbarkeit schon mal 100 wäre nicht verkehrt. Ich glaube, der ist schon perfekt so, wie er ist. Ja, den nehme ich so. Also einmal ausprüfen. So, Heli ist wieder da. Hat uns schön... Oh, perfekt. Perfekt. Ich warte jetzt mal eben ab, ob wir den auf 100% kriegen. Ob ich überhaupt nochmal an denselben Ort schicken muss. Bildungskino. Ja, quasi, genau. Horn. Um Töne zu erzeugen. Ich muss auch nochmal hier gucken, ne? Wir haben das alles noch nicht benannt. Wir haben nur McDonald's hier. Wir haben Sabi Schoki Shop. Aber wir haben noch eine Spielhalle zu benennen. Werners Küche ist hier. Der Kleiderladen, Spielwarenladen. Wir haben eigentlich fast alle Läden hier. Fossilengebiet. Die Finanzen sehen gut aus. Fast eine halbe Million pro Minute. Und die Bar. Also die müssen alle noch mit... Hier muss ich den Strom noch anders verlegen, ne? Hier ist er noch so improvisiert. Hingeklatscht. Das ist echt unschön. Das werden wir noch ein bisschen anders. Warte mal, bevor ich das vergesse. Bauen wir das einmal hier. Ja, muss ich erstmal wieder abreißen hier. Das war ja nur, weil ich mich da mal so beeilen musste.
Am Anfang war der Park nämlich ganz schön stressig. Meinetwegen so. So sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Und wir bauen als nächstes, was müssen wir ja hier eigentlich machen? In einem Entwicklungslabor ausbrüten. Den Parasaurolof. Oh ja, den mache ich ja gerade. Und Mayasaurer. Wer ist denn der Mayasaurer? Tracorek. Ah, hier gibt's den. In Egg Mountain. Und was wir heute natürlich auch machen werden, der kommt ja ins zweite Gehege, ist. Wo ist er denn? Da ist er doch. Tyrannosaurus Rex. Selten, aber vorhanden. Tyrannosaurus Rex. Der wird nämlich der Nachbar von Claudia. Kommt einmal gegenüber. Claudia hat hier ihre Raptoren. Und gegenüber kommt dann der T-Rex. Da könnten wir im Grunde genommen auch schon mal anfangen, das Gehege zu bauen. Geld haben wir ja. Das wollte ich ja alles sehr symmetrisch hier gestalten. Ob mir das gelingt, ich habe da große Zweifel. Ganz symmetrisch geht es eh nicht, allein hier oben nicht, weil der Weg hier so rumgeht. Aber den Eingangsbereich können wir ja mal ähnlich positionieren. So, dann bauen wir den einfach mal wieder hier hin. Das sieht doch eigentlich ganz... Warte mal, ich muss mal eben gucken. Auf die eine Seite kommt dann wahrscheinlich wieder ein Turm, auf die andere Seite das Tor zum Reinfahren. Dann müsste der hier aber ganz gut positioniert sein. Also das Gehege. Können wir gleich mal gucken. Oh Gott. Einmal wieder ganz viel Terraforming. Pflanzt da so ein Haus hin. Was ist die Hölle los hier? Flup, flup, flup. Einmal schön wieder alles gerade machen hier. Pure Eskalation sonst. Radius ein bisschen erhöhen. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Habe ich hier schon alle Bäume weggeholzt? Das sieht so aus, als könnte ich noch was wegmachen. Hinfort! Hinfort mit euch, ich möchte in Ruhe bauen. Ja, wichtig ist vor allem, dass der Turm hier hinpasst. Ne? Das ist ein recht langes Gehege. Kann es sein, dass... Ganz gerade ist es, glaube ich, nicht geworden. Egal. Zaun auch wieder den stärksten, den wir haben. Wo soll der Turm denn dann hin? Theoretisch müsste der ja hier hin, aber dann guckt man hier nur so hin. Na, dann. So viel zur Symmetrie. Ah, wäre schon cool, wenn ich das hier so. Ah, ich würde den Turm schon gerne auf die andere Seite bauen, aber ich weiß nicht, ob das passt. Ich zimmer jetzt erstmal hier einen langen Weg hin. Soweit es irgendwie geht. So, zack. Gucken wir mal, ob wir den Turm da reinkriegen. Gehege. Jetzt noch richtig rum das Ganze. Ja, das sieht doch gut aus. Was nicht so gut aussieht, ist halt die Sichtbarkeit. Ne? Guck mal, wo der Turm hinguckt. Der muss schon recht weit zur Seite. Ja komm, wenn der ganz nah dran ist, dann ist es eigentlich okay. Ach stimmt, die andere Seite wird ja eh von der Galerie gesehen. Dann ist es. Okay, dann kann er ruhig relativ mittig sein. Ja, kein Strom. Jetzt heul mal nicht. Wir machen das doch noch. Immer mit der Ruhe. Ist ein bisschen. Abschüsse hier an der Seite. Aber sollte funktionieren. Das wird übrigens das T-Rex-Gehege. Wer es noch nicht zugehört hat. Ja. Da ist was dran, Lukas. Genauso wie die Beobachtungsgalerie hier halt. Da habe ich ja manchmal auch das Problem. Ich meine, im schlimmsten Fall muss man dann halt nochmal einen Zaun abreißen und baut es dann nochmal hin. Aber stimmt schon, dass wenn ich das jetzt hier sofort hinbaue. Voll der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Dinos. Da stehen die ungefähr beide gleich weit weg jetzt hier. Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier wird es auch, glaube ich, wahrscheinlich wieder lustig, Wasser zu bauen, anzulegen. So, bevor der ja weiter rumjammert, baue ich mal eben eine Stromleitung hier rüber. Passt auch wunderbar hier hin, hier sieht es keiner, was? Terrarbeschränkt, alles so viel dazu, passt hier wunderbar hier hin.
Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Ja, einfach erstmal akzeptieren, weil unser Ruf da ist nicht so hoch. Ich überlege gerade, was hier zu verändern. Ja, ich muss das nochmal abreißen. Ich brauche das hier ebener. Wie gesagt, bei mir wird Perfektionismus groß geschrieben. Huch. Ja, ganz eben. Man kann halt wirklich nicht ganz bis zur Seite bauen. Das ist das große Problem. Auch wenn hier die Parkgrenze ist, das wird halt hier schon beeinflusst. So, gucken wir mal, ob wir das ein bisschen ebener hinbekommen. Vielleicht hier vorne noch ein bisschen höher. Aber es geht wieder nur bis zu dieser Ecke hier. Na gut, dann schauen wir mal. Bauen wir den Zaun nochmal hin. Nicht das Tor, sondern den Zaun. Einfach so weit es geht bis zur Grenze. Hallo? Schön gerade das Ganze. Ob das jetzt gerade ist, ich habe da so meine Zweifel. Wobei, wenn man ein bisschen schräger baut, ist es gar nicht so verkehrt. Dann guckt der Turm auch ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, man sieht, es geht hier einfach brutal bergab. Und daran kann ich nichts ändern, weil es wirklich genau die Parkgrenze ist. Hi, Job Job. So, Gäste, nee, Gehege, Turm. Je weiter ich den links baue, desto ebener könnte es werden. Andererseits, je weiter ich den rechts baue. Perfekt, es hat sich gelohnt. Das Terraforming hat sich gelohnt. Jetzt passt das nämlich hier wunderbar hin. Oh, das freut mich. Mal einmal hier kurz rüber und dann daran. Zumindest der Strom ist da. Auch noch ein paar Wege, damit hier keiner weint. Weiß. Ganz empfindlich hier alle. Huch. Ja. Oder baue ich das so? Dann machen wir eine Kreuzung draus. Dann baue ich das so. Der Turm geht auch eher so rum. Dann haben wir hinten noch eine Kreuzung. Alles klar. Sichtbarkeit gefällt mir. Jetzt können wir noch. Jetzt kann man gucken, was ich da noch ebnen kann. So, der Anfang ist gemacht. Hier muss auch noch ein Weg hin. Das Umspannwerk sorgt für beide Seiten. Alarm, was ist los? Oh! Stimmt, hier oben wieder. Was ist hier los? Benötigt Strom. Haben wir wieder keinen? Tick ist krank. Guck mal, jetzt hat es endlich mal hat die Alarmfunktion ihren Zweck erfüllt. Beatles, guten Hunger. Oh, ist noch, jetzt ist noch einer krank. Angesteckt. Bestätigt. Und wir haben ein Stromproblem. Mal kurz nach, wie ist denn der Stromverbrauch? Das Hauptproblem war ja, dass ich so zwei... dass ich nicht miteinander verbunden habe, ne? Genau, mein Kraftwerk auf der einen Seite sorgt nur dafür, dass diese Seite hier glücklich wird. Hier ist noch ein Upgrade-Platz, was? Ungenutzter Strom 6, wir brauchen wahrscheinlich mehr. Hier wahrscheinlich ungenutzter Strom 0. Genau, hiervon wird alles benutzt. Verbesserte Leistung, hier ist auch schon alles gepimpt, was geht. Hier aber noch nicht. Hier können wir nochmal verbesserte Leistung, dann sollte es mit dem Strom auch ausreichen für diese Seite. Wir machen nur noch dieses eine Gehege. Verbesserte Leistung. So, zack. In dem Park gibt es keine... Achso, alles klar. So, das Forschungsteam ist wieder da. Oh, mein Gewinn pro Minute ist wieder drastisch zurückgegangen.
Keine Fossilien da? Was? Ist unser Dino jetzt nicht auf 100%? Ich habe doch vorhin 3 Sachen davon bekommen. Oh, erstmal müssen wir Dora hier rauslassen. Lukas, du bist ein bisschen zu ungeduldig. Die Alarmfunktion hat perfekt funktioniert. Donald. Ach, Donald braucht aber Daisy. Wird's denn hier langsam zu voll? Ach, dann kommt halt Daisy auch noch dazu. Eigentlich wollte ich den hier gar nicht haben in meinem Park. Ich muss ein Foto davon machen. Dann ist das Gehege nämlich ganz schön voll. Mit 8 Dinosauriern. In dem Gehege haben wir ja nur 2, 4, 5. Das ist echt in Ordnung. Aber immer noch irgendwo kein Strom. Wie viel Strom braucht das Teil denn? Benötigt das Strom 10? Moment mal, das liegt aber auch einfach nirgendwo drin im Strom. Ich muss im Grunde genommen, glaube ich, das liegt daran. Ich muss ja nochmal was heimlich in den Wald reinbauen. So, jetzt muss es gleich eigentlich mit Strom versorgt sein. Hi Kuchen, hallöchen. Ach so, ich wollte nachgucken, ob ich den einen auf 100% habe. Dann habe ich gesehen, dass Donald 98%. Wir müssen die ernsthaft jetzt nochmal losschicken dahin. Gut, sonst wäre ja auch eigentlich die Nachricht gekommen. Nee, das ist gar nicht das Problem. Wir produzieren einfach noch nicht genug Strom für diese Seite. Okay, dann werde ich jetzt erstmal noch dafür sorgen, dass wir... Dann ist das zwar anfällig für einen Ausfall, aber die Ranger sind direkt daneben, um es reparieren zu können. Jetzt muss der Strom aber reichen. Okay. Die Galerie ist nämlich auch noch mit drin. Ja klar, es waren jetzt viele Gebäude, die wieder dazukommen, die Strom brauchen. So, das ist ja voll symmetrisch geworden. Wenn ich den jetzt hier zur Seite gehe, man sieht schon den Strich. Naja. Fast. Okay, den wollte ich nicht so nah an den Weg bauen. Okay, ab jetzt weiß ich nicht genau, da sehe ich wegen den ganzen Bäumen nicht, wie das Gehege gebaut wurde. Aber ich baue jetzt einfach mal hier so eine runde Kurve hin. Warte mal, war das schön gebaut oder einfach nur pragmatisch? Nee. Das war einfach wirklich nur eine Kurve. Aber hier muss ich auch ein bisschen anders bauen. Hier geht es ja viel weiter rein. Egal, dann machen wir es auch ein bisschen schöner und nicht so kunterbunt. Erstmal den Eingang fertig machen. Verbaut, ernsthaft? Och nö. Auf der einen Seite passt, auf der anderen Seite nicht. Einfach wieder der Boden viel zu krumm und schief ist. Boah, nee, da kümmere ich mich gleich drum. Ich mach erstmal das Gehege fertig. Irgendwie gefällt mir die Kurve ja noch nicht so ganz. So, erstmal schnell hingezaubert. Ja, Strom. Wir haben keine Chance.
Ich muss das Kraftwerk von der anderen Seite damit verbessern vor allem. Verbinden. Ich habe ja quasi ein momentan ungenutztes Kraftwerk, was nur das hier mit Strom beglückt. Aber da muss ich halt so eine Stromleitung hier entlang bauen. Das ist unschön. Haben wir hier hinter dem Gehege noch Platz? Ich versuch's mal. Aber eigentlich habe ich das mega nah an den Rand gebaut. Also einmal aus, bitte außerhalb des Geheges. Ich möchte sowas nicht im Gehege drin haben. Eieieiei. Nee, das wird nix. Das ist einfach so nah am Rand dran. So, Entschuldigung, Dinos, hier muss ich einmal hier. Nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Das werden wir anders lösen. Daisy ist da. Ich habe ja ein weiteres Kraftwerk. Aber das ist gerade schwierig damit zu verbinden und auf der linken Seite passt kein Kraftwerk mehr hin. Noch einmal stromfressend hier alles. Oh, jetzt geht's wieder los. So. So, Daisy ist grün, Donald ist gelb. Ganz ehrlich, ich hätte es lieber andersrum. Ich finde, der hier sieht männlicher aus und der hier weiblicher. Also seid ihr wenigstens glücklich? Okay, die sind soweit zufrieden. Was sagen die Dinos? Achso, denen ist ja eh mal alles egal. Und was sagt der einzelne Max? Das ist eine ganz eigene Dino-Rasse. Ach, das ist auch ganz einfach. Guckt gleich verstrahlt, muss man sagen. So, reicht jetzt aber hier, ne? Bei den ganzen Dinos bräuchten wir vielleicht noch eine dritte Futterstation. So viele, wie jetzt da drin sind. Dann kommt noch eine hier und dann können die Zuschauer ja auch gucken. Ganz nah am Geschehen. Warte mal, da mache ich es... erstmal improvisiert ist auch nicht angesagt. Ich muss schon die Stromseite mit der anderen Stromseite verbinden. Wollte ich nicht hier noch ein Kraftwerk oder sowas hinbauen? War da nicht was? Ein Hotel wollte ich hier, glaube ich, hinbauen, dann den Weg so rum. Genau, das E13. Oh! Hallöchen! Mi, Mai, hi und vielen lieben Dank! Dankeschön! Leider kommt noch kein... Das habe ich noch nicht eingestellt. Beziehungsweise ich habe es eingestellt, aber es hat nicht funktioniert. Alert bei den... Das wir nutzen sollten. Spenden im Chat, bei den Superchats spenden. Sorge dafür, dass 2 Minuten lang nicht mehr als 4 Gäste... Ja, das kriegen wir hin. Wie sieht es eigentlich hier überhaupt aus? Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch alles machen. Wir müssen noch alles machen. Beim letzten Mal haben wir auch erstmal nur dafür gesorgt, dass dieser Park Plusgeschäfte macht. So, ich wollte hier keine Stromleitung hinbauen, weil dann ist die mir zu sehr im Sichtfeld. Direkt nochmal, Dankeschön. Bei IPA funzt das auch nicht. Ja, keine Ahnung, was TP-Stream da für Probleme hat. So, hier haben wir auch noch Probleme. Aber ich muss mich als erstes mal um das Stromproblem kümmern. Die beste Variante ist nach wie vor, mein drittes Kraftwerk mit der linken Seite zu verbinden. Natürlich super, dass ich den Weg so eng gebaut habe, dass man wahrscheinlich auch nicht hier irgendwie sowas hinbauen kann. Ja. Oh. Ja, wie gesagt, beim Superchat kommt kein Alert, keine Musik. Nur bei den, was heißt normalen Spenden, bei den Spenden, die ich auch schon vorher hatte. In dem Gehege am Rand. Ja, habe ich auch nicht gerne. Ich möchte eigentlich nicht, dass sowas im Gehege drin steht. Dankeschön. Es wird aber nicht kommen.
Du musst es nicht weiter versuchen, da kommt keine Alert. Warte, dann baue ich es aber trotzdem hinten im Gehege. Da fällt es mir jetzt nicht so brutal auf. So, die ersten kann ich ja noch außerhalb bauen. So. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ja, ja. Ich versuche es erst gar nicht. Schade, 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 das ausgerechnet. Ja, so. Ist jetzt mal einer im Gehege da hinten bei den Bäumen. Den hier kann ich aber sogar schon wieder außerhalb bauen. Ja, das geht doch. Es sind nur kleine Dinos hier drin. Ach, perfekt. Ich muss nur ein einzigen ins Gehege bauen. Da würde ich sagen, das ist doch super geil. Huch. Den auch noch verbinden. Achso, nee. Mist, den hätte ich weiter vorne bauen müssen. Ziehen wir den nochmal ein bisschen länger. Wie kann ich mir Unterstützer holen? Unterstützer steht doch oben. Stimmt, den Zaun hätte ich auch hinten einfach ein bisschen umsetzen können. So. Jetzt ist alles mit Strom verbunden. Jetzt zählt auch das, was ich hier nämlich sehe. Gesamte Stromproduktion, gesamter Strombedarf. Jetzt haben wir nämlich viel zu viel Strom. Und jetzt kann ich jetzt bei den beiden Kraftwerken mal wieder ein bisschen für den Ausfallschutz sorgen. Ne, Moment mal, da hatte ich doch schon Ausfallschutz 3, ne? Ups. Schön Geld verschwenden, aber ich kriege halt eh so viel Geld hier unten rein. Achso, hier auch noch. Ausfallschutz. Ausfallschutz Nummer 3. Wo ist er? Hier. Ich meine, es gibt ja später noch irgendwann verbesserte Leistung 3. Das wird dann natürlich auch gut helfen. Und irgendwann gibt es da sogar noch ein anderes Kraftwerk. Gut, also im Grunde genommen steht jetzt ein einziger Pfeiler im Gehege drin. Das kann man sich nochmal hier anschauen. Der da. Na, wobei ich hätte schon ganz schön ordentlich versetzen müssen, den Zaun. Hätte den vielleicht noch ein bisschen zur Seite machen können. Aber das ist okay. Es ist ein einziger Pfeiler. Man sieht jetzt vorher auch nicht so viel. Das ist wirklich da hinten. So, Ranger Team, wenn ihr schon mal dabei seid, macht mal hier alles. 1, 2, 3, 4. Anderes Ranger Team. Ihr habt ja gerade auch nichts zu tun. Tut was für euer Geld. 1. Und wenn ihr schon dabei seid, fahrt mal hier oben hin. 2. 3. So. Jetzt ist alles. Haben wir uns um alles gekümmert. Jetzt kann ich mich dann mal um das T-Rex-Gehege kümmern. Landschaftsgestaltung. Wie tief geht denn das hier runter? Eieieiei. Eieiei, ich komme mit dem Auto nochmal durchgefahren. Ich könnte das hier ein bisschen absenken. Dann geht aber auch der Weg so weit runter. Aber warum? Der Zaun müsste doch jetzt eigentlich hier hinpassen. Zaun. Verbaut. Ist mir absolut ein Rätsel, warum. Ah, okay. Rund geht es. Nicht schön, aber selten. Da müssen wir es auf der anderen Seite aber auch noch so machen. Was? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das gefällt mir nicht. Das sieht furchtbar aus. Schnell das wieder weg. Oh, wieder. Gruselige Musik setzt ein. Dramatische Musik. Nicht gruselig. Auf der einen Seite fällt es doch gar nicht so auf. Guck mal, ist auch fast symmetrisch geworden, das Ganze. Wie heißt du denn eigentlich? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Mai, das englische Mai? Oder eher Mi? Oder das X auch noch dazu? Hi, Basti. Nee, dein Dino gibt's hier gar nicht auf dieser Map, Basti. Aber den könnten wir zum T-Rex packen. Wenn er sich mit dem T-Rex versteht. Die Raptoren verstehen sich ja mit der Claudia. Wobei, die hacken doch schon mit irgendwas aus hier. Und die können nicht leiden, dass die Claudia so eine strenge Mutter ist. Die ihre Kinder immer anschreit. Das geht schon wieder so los.
Die armen Raptoren, die werden doch richtig verschüchtert. Wer hätte das mal gedacht? Die wilden Raptoren, die mittlerweile so viele Menschen bei mir im Park gefressen haben. Ach, keine Bäume. Das hier sieht noch so doof aus. Kann ich da nicht noch irgendwie was verändern? Also. Ah, nicht so weit. Das war viel zu viel Gefälle. Nur so ein bisschen Gefälle. Ja. Ich meine, ich sehe immer noch ungefähr den Knick. So, besser. Dann hier noch einen ganz kurzen kleinen Weg. Dann mache ich das besser so rum. Das sieht das nämlich aus wie so ein Gerippe hier. Der Strich, der Strich und der Strich. Boah, Musik! Nicht so aufdringlich, bitte. Huch! Das ist gar nicht das Tor. Ups. Das Tor ist auf der anderen Seite. Ja, okay, dann wird das nichts mit dem Gerippe. Da kann ich hier nur so wenig bauen. Ja, ein bisschen halt. So. Gut. Es geht voran. Das sieht echt ein bisschen komisch aus da. Ja, ich hab's halt auch nicht wieder perfekt. Ich meine, das kannst du auch nicht wirklich so genau gegenüber 100% hinbauen. Für einen T-Rex sollte das Gehege auf jeden Fall ausreichend sein. I love Dino. Hi, well, I'm sorry, but I can't read your name. Hallo, Antonio. Und danke, Antonio. Vielen lieben Dank. Jetzt spendet ihr gerade alle über den Superchat. Aber der Superchat, ich habe da keinen Alert für. Beziehungsweise der Alert funktioniert nicht. Und hi, Lennis. Heute ist es soweit. Lennis, heute kommt dein Dino. Nein, das ist ja genauso am Kartenrand. Hier werde ich nichts machen können. Gefälle, ein bisschen nach oben. Nee. Hier kann ich nicht arbeiten. Das ist einfach zu nah am Rand. Okay. Wobei, jetzt baue ich die ganze Zeit schon das Gehege von dem. Die müssen auch nicht. Wir haben noch gar nicht. Wir müssen ja auch erstmal erforschen, den Dino. Aber endlich mal ist der jetzt auf 100% schon mal. Das heißt, den müssen wir nicht mehr erforschen. Jetzt geht's los zum Tyrannosaurus Rex. In Kanada. Bringt mal schöne Fossilien mit. So, jetzt wieder alles unter Kontrolle. Das Spiel ist viel zu einfach, was Geld angeht. Ich hab heute mit 9 Millionen angefangen. Bin die ganze Zeit am Bauen und rumexperimentieren und hab statt jetzt Minusgeschäfte alles noch verdoppelt. So, wir brauchen Wasser. Neues, vollständiges Genom. Sehr schön. Der kommt dann ins Entengehege. Das Entengehege wollte ich doch hierhin bauen, ne? Viel zu klein. Ah, okay. Nein, ich habe einen neuen Plan. Geil. Boah, ich feiere das. Ich feiere das, wenn ich Pläne habe. Was? Die Klei, dann kommen hier die ganzen Enten rein. Daisy und Donald sind ja schon da. Und dann kommen auch die anderen beiden dazu. Und diese ganzen Tick, Trick und Track und Ipanessa Max kommen dann hier in das Minigehege. Allerdings, hier wollte ich noch ein Hotel hinbauen, ne? Das Hotel ist auch noch relativ wichtig. Wir haben bisher nur eins. Langfristig werden wir auch auf jeden Fall drei brauchen. Park überfüllt, 40%. Wir brauchen ganz dringend ein Hotel. Kommt erstmal das Veggie-Hotel und danach noch das E13 im Eingangsbereich. Und das Veggie-Hotel sollte hier irgendwie hinkommen. Das braucht natürlich wieder jede Menge Platz. Dann können wir den Weg noch ein bisschen nach hinten schieben, damit wir mehr Platz fürs Gehege haben. Oh, ja, 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 ich bin nicht zufrieden. So, bin ich zufrieden. Huh. Also viel Platz ist hier wirklich nicht, ne? Da müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen improvisieren. Aber wenn ich den Weg... Ich werde alles hier ein bisschen anders bauen. So, wir brauchen hier... Nein, doch, wir brauchen hier einen Weg. Gleich meckert er nämlich wieder, dass hier hinten kein Strom ist. Ich glaube, die Stromleitung habe ich bisher auch nur improvisiert hingebaut, oder? Aber geht. Ich glaube gar nicht so. Sieht schon so gewollt aus. Fossilien sind da. Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Nee, erstmal nicht.
So, ja. Oh, was ist das denn? Torosaurus, ein neuer Triceratops. Ach, brauche ich eigentlich gar nicht. Und die erste DNA eines Tyrannosaurus Rex. Hi, 13. Gerade von einem Hotel gesprochen. Ja, Lukas, wir können ja gleich das zweite Hotel noch da an den Eingang bauen. Aber ich möchte jetzt erstmal, dass dieses Hotel hier perfekt... hier könnte noch gut ein Geschäft hinkommen. Ich baue es mal eben. Sie wissen, wie man eine Show ja, ich sehen. Weiß, jetzt wird wieder geweint. Jetzt haben wir da keinen Strom, weil das eine Kraftwerk nicht verbunden ist. Aber im Grunde genommen ist es auch total egal. Man muss hier überhaupt keine Panik schieben. Selbst wenn man keinen Strom hat. Deswegen ist es auch gar nicht so dramatisch, dass jetzt mal irgendwie kein Strom ist oder... Das Spiel ist so einfach und so ungefährlich. Oh, die Bäume hätten ruhig da bleiben können. Also das Spiel ist so einfach und ungefährlich, dass man in Ruhe mal... Dann habe ich nachher 4 Pflanzenfressergehege, kann das sein? Wenn ich da noch ein Gehege... Und hier kommt ein ganz großes Pflanzenfressergehege hin. 3 kleine, quasi das Streichelzoo. So, dann bauen wir erstmal wieder das, was am meisten Platz braucht. Warte mal, wenn ich das noch enger schnüre hier. Gehege. Bauen wir mal direkt daneben. Quasi hier so hin. Interessant. Interessant. Mal gucken, was daraus wird. Um Gottes Willen. Ach, du liebe Zeit. Oh nein. Warte mal, weißt du was? Ich reiß nochmal das Hotel ab. Dann mache ich hier alles hoch und erst dahinter kann es hier meinetwegen bergunter gehen. Jetzt geht das wahrscheinlich mit dem Strom auch wieder nicht. Das heißt, den muss ich auch erstmal abreißen. So, jetzt müssen wir ein richtig ordentliches Terraforming betreiben und das bei diesem Wetter. Schon der größte Radius. So, hier hinten kann es dann runtergehen. Aber hier vor muss noch alles schön hoch sein. Also war schon wieder zu weit hier, ne? So muss das ungefähr sein. Ja, sieht auch schön aus jetzt hier, ne? Ist doch wunderbar. Oh Gott. Das ist ja nicht mal wirklich Terraforming hier. Können wir Probleme mit dem Rand geben, weil der nicht so mitwächst, mitwachsen kann. So, wir haben ganz viel Erde hier bestellt und aufgeschüttet. So. Lord Maxi. Was hat Lord Maxi denn geschrieben? Alles klar. Wurde nur kurz blockiert. Unglaublich. Mist, hol nochmal raus. Keine Ahnung. Also, ich verstehe nicht, wieso manche. Naja, ist auch egal.
Ich versuche jetzt erstmal wieder alles möglichst eben hinzubekommen. Oh, das dauert immer so lange hier. So, hier geht der steile Weg dann runter. Müssen wir mal gucken, wie das mit dem Hotel hier wird. So. Jetzt ist der Park aber drastisch verändert worden. Im Grunde genommen geht es hier sogar ein bisschen höher. Guck mal. Wir haben sogar einen kleinen Berg da. Hier geht es nochmal höher, damit es dann ganz runter geht. Ich befürchte, das Hotel passt jetzt hier nicht anständig hin. Ja. Gäste. Ja, guck mal, wieder so tief. Nicht gut, nicht gut. Hä? Dein Ernst? Ach, erzähl doch nichts. Ich hätte vorher speichern sollen. Das passt ja locker mit dem Weg hier so drumherum. Und dann kann man hier noch ein anständiges Gehege hinbauen. Aber wir brauchen das Hotel hier. Nichts davon ist hier vorne hinzubauen. Habe ich da hinten ganz viel ungenutzten Platz? Ah, ich hasse das Terraforming in diesem Spiel. Das war leider zum Glück das Einzige, was ich hasse. Warum geht das denn hier nicht runter? Warum kriege ich das hier nicht runtergedrückt? Verschwinde! Wunderschön. Jetzt geht das Hotel bestimmt. Der ist doch sonst immer so drastisch darin, hier im Boden einfach Platz oder hoch zu machen und ein Gebäude zu bauen. Warum macht er das jetzt nicht? Hat das vorhin so schön gepasst? Ich habe gefailt. Ich habe total gefailt. Warum ist das der größte Radius? Das ist ein Mini-Radius. So, bauen wir den Berg mal wieder ein bisschen ab. Vielleicht hilft das ja was. Ich habe so meine Zweifel, vor allem wenn ich mir angucke, wie das hier hinten immer noch aussieht. Oh Gott, das müssen wir ja auch noch bauen. Oh Gott. Danke Spiel, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Boah, das kann ich sowas von knicken. Ich meine, hier geht es jetzt gerade so. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist der Plan. Andersrum. Und dann können die Gäste aus dem Hotel direkt ins Gehege reingucken. Ich weiß nicht, ob das zu eng war, ob wir jetzt den Weg dahinter bauen können. Wir schauen mal. Da muss alles ein bisschen anders werden jetzt hier. Achso, nebenbei soll ich immer die ganze Zeit T-Rex erforschen. Werden wir hier noch fleißig bauen. Und dann machen wir hier eine Kurve. Na, und ich, was machst du denn jetzt? Kurve so. Gefailt. Ja, ich bin bei diesem Spiel sehr akkurat. So wollte ich es haben. Perfekt.
So, dann mal eben noch mit dem Weg verbinden, damit wir zumindest wieder Strom haben. Neuer Unterstützer! Joe Cool! Hallöchen, willkommen im Club! Dankeschön, Joe! Danke für deine Unterstützung! Och Mann, ich muss unbedingt diesen Alert noch machen. Dankeschön, Joe. Aber zumindest das Symbol hast du sicher. Und das Grüne. Zumindest die beiden Sachen. Mit Apfel, ja, Abflachen ist das Ding, was ich schon an die meiste seit zwei Inseln ja fleißig benutze. Aber Abflachen ist halt auch nicht so das perfekte Tool. Zum Beispiel das hier kann man nicht auf eine Höhe bringen. Dafür muss man schon, wenn es ja wirklich da wäre, das erhöhen. Oh, ich dachte gerade, setzt die originale Musik ein von Jurassic Park. Aber leider habe ich die ja ausgestellt. Sonst meckert YouTube. Habe ich ja im ersten Stream gesehen. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Ich sag mal ja, wobei wir mittlerweile echt viele Missionen an, wo ich mal gucken muss. Na, hier geht nichts. Hier noch zwei Wege. Boah, Musik, ganz ruhig. Oh oh. Passt das hier überhaupt? Okay, gut, das passt. So, da haben wir so zwei Teile direkt nebeneinander. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier hinbaue. Ich werde auf jeden Fall wieder nur zwei Stationen bauen für den Zug. Woanders also... Ne, drei. Vielleicht machen wir den Zug einfach hier am Eingang. Dann brauchen wir... Machen wir hier eine Station. Dann kommt man nämlich gut zum Fleischgebiet. Und im Pflanzenfressergehege, das muss dann einmal hier durch. Irgendwie, keine Ahnung wie... Das kann doch überall hier hin. Hier haben wir genug Platz. Hi Bibi-Style, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ganz viele aus dem Long Club da. Unterstützer. Oh Gott. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie ein anständiges Gehege gebaut bekommen. Ja, Strom. Dann bauen wir erstmal hier gerade. Das darf ruhig so ein... Hä? Hab ich jetzt so nah dran gebaut? Hier war echt ein bisschen zu nah dran. Ja, wir bauen heute viel. Und links und rechts und links und rechts voll das Wellengehege. So, Galerie... Hier könnte ein Turm hin und die Galerie einfach nach hinten. Wie sieht das jetzt aus gerade? Hier baue ich dann noch eine gerade Strecke, damit wir wieder einen Eingang haben. Hier muss ich gucken, ob nicht alles zu krumm und schief ist für so eine fette Galerie, die ja auch ihren Platz braucht. Oder wird die noch hier hinpassen? Na, hier ist schon wieder alles zu krumm und schief. Für so ein großes Gebäude. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Schön nah an den Rand bauen. Dann müsste da oben trotzdem noch so ein Turm oder sowas hin. Oder wir machen das Gehege einfach noch kleiner. Komm. Das muss nicht groß sein für die kleinen Na, zu klein will ich es jetzt auch nicht machen. Artgerechte Haltung sollte schon vorhanden sein. Ja, machen wir das so. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber
Insgesamt haben wir dann 4 Pflanzenfresser im Gehege. So, ich mache mich auf den Heimweg. 6,5 Stunden, wenn es gut läuft. Oh, alles klar, E13. Dann gute Fahrt. Ist eigentlich E13 okay oder möchtest du auch lieber bei deinem richtigen Namen genannt werden? Apropos E13. Ja, noch kann ich nicht sagen, ob wir noch ein Hotel brauchen. Dafür muss dieses Hotel erstmal mit Strom versorgt werden. Apropos mit Strom versorgt, wir haben sowieso das große Stromproblem. Dann bauen wir jetzt mal hier ein Umspannwerk hin. Wobei, ne, hier wäre eigentlich eins ganz gut. Damit auch der ganze Krempel damit drin ist. Da müsste sogar reichen, wenn ich das hier hinbaue. Ja, heute ist nicht so viel Action. Heute ist echt mehr Bauen angesagt. Dafür kommt ja später der T-Rex dazu. Weil wir haben einfach bei diesem Park noch ein bisschen was zu tun. Da habe ich zwar schon einen guten Start hingelegt mit dem letzten Stream. Zack, so. Strom ist wieder da. Schön. Soll keiner mehr meckern. Okay, wir müssen aber unser erstes, das Kraftwerk jetzt auch mal ein bisschen pimpen. Oh, das ist schon gepimpt. Eieieiei. Dann muss man wahrscheinlich doch überall den Ausfallschutz weglassen. So, sieht ja erstmal gut aus, aber ich baue ja noch ein ganz großes Gehege. Und ein paar einzelne Gebäude. Boah, das ist so ein kunterbunter Haufen hier, dieses Gehege. Und ich vergesse immer wieder zwischendurch. Mich um den T-Rex zu kümmern. So. Buntes Gehege, aber passt doch zu der bunten Mischung aus Max, Ipa, Nessa, Tick, Trick und Track. Die 13 ist ab sofort Klaus, was? So, das heißt, wir haben hier Platz für neue Dinosaurier und wir müssen jetzt gleich erstmal ein paar... Na, erstmal müssen wir das Gehege gleich fertig machen und erstmal müssen wir... Ja, Tor und so, ich weiß. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren Money. Müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Guck mal, ich bin so viel am Bauen und... Guck dir mal das Geld da unten an. So, T-Rex wird weiter erforscht, sehr schön. Was haben wir hier Neues? Neue Gen haben irgendwas? Kosmetisches Tiger-Gen. Orte. Jurassic World Kontrollzentrum. Finde ich ganz cool, dass das jetzt quasi für uns Spieler auch so ähnlich aussieht wie im Film. Krebstierfossilien. Mittlerweile bestätigt, die DLCs. Wassersaurier und Flugsaurier. Oh, das hatte ich mal als Thumbnail, dieses Bild. Habe ich hier schon losgeschickt? Nein, die stehen immer noch rum. Leute. Jetzt hat noch nicht fertig. So lange, bis wir den T-Rex fertig haben. Regnet häufig hier. Deswegen kümmere ich mich jetzt auch gerade erstmal um das Pflanzenfressergehege. Und dann wieder um das Fleischfressergehege für den T-Rex. Du wirst nicht vergessen, Lennel. Achso, ja. Nicht zu erforschen vielleicht. Boah, ganz schön aufdringlich das Hotel. Aber wir haben ja ganz einfache Dinos hier. Mit keinen einfachen Dino als diese Ipasaurier. Muss man ein bisschen was bauen, damit ich hier Wasser hin platzieren kann. Oh. Das Sterben beginnt. Früchtchen ist das erste Opfer heute. Wir brauchen ein Triceratops im Wüstenmuster. Unterwegs, um Produkt abzuholen.
Okay, hier wird es noch lustig, jetzt hier irgendwie Wasser reinzubauen. Natur. Ah, da macht einfach mal tiefer. So. Ich brauche hier Wasser drin. Im Gehege. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, ein richtiger Krater. Die wohnen ja einfach. Hier ist mein Meteorit eingeschlagen. Hi Mapgirls, hallöchen. Das spricht jetzt wiederum nicht für einen Krater. Nee, ich möchte schon. Nein! Transport im Gange. Ich möchte wirklich diesen tiefen Krater haben, das finde ich cool. Dann geht es halt erstmal direkt überall ein bisschen runter. Steiler Berg, wenn man da geboren wurde, muss man erstmal bergab. So, das sollte aber auch an Wasser reichen. Komisches Gehege, ganz komisches Gehege, aber Hauptsache jedes Gehege ist ein bisschen anders. Ah, ich glaube, ich mache die Ecke noch rund. Das sieht ein bisschen doof aus sonst. Na, kein Weg. Gehege. Oh, jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich hier den Superzaun gebaut. Warum sagt denn keiner was? Müssen wir erstmal ersetzen. Hauptsache der Zaun hier. Für die harmlosesten Dinos, die wir im Park haben. Ich weiß, der Dracorex kommt hier unter anderem rein. Aber der Dracorex hat bei mir jetzt auch noch nie Probleme gemacht. Kein Strombeobachtungsgalerie, überhaupt kein Problem. Kommt hier einfach an diese Stelle ein Umspannwerk. Wenn ich das hier bauen kann, sieht nämlich nicht so danach aus, weil wieder am Rand der Grenze, alles am Rand der Map, alles krumm und schief. Na, so. Okay. Der Weg ist ein bisschen schräg, aber warum nicht? Aber wenn ich da an meinen vorherigen Park denke. Ciao Basti, mach's gut. Du hast so viel Geld, das ist auch egal. Ja, alles ist egal, genau. Wofür war jetzt? Was meinst du mit dem? Wie gesagt, mir kann überhaupt nichts passieren. Ihr seid ja schon wieder da. Weiter geht's. So, der T-Rex ist gleich auf 50%. Und danach müssen wir den Maya saurer machen, damit wir die Hauptmission gemacht haben. Oh, Früchtchen ist wieder da. Du Geizkragen. Hä, wo habe ich denn jetzt mit Geld gespart? Habe ich gerade irgendwo mit Geld gespart? Ups. Entschuldigung. Früchtchen. Ah, hier haben wir schon dieses Zwei-Ebenen-Prinzip. Gut, dass wir jetzt hier was anderes haben. Hier ist das Kraterprinzip. Gehege. Ein bisschen Nahrung. Direkt hier unten am Wasser, das ist doch schön. Die Zuschauer sehen das dann auch. Und wenn die sich lieber ein bisschen zurückziehen wollen, könnt ihr auch gerne noch hier was essen gehen. So. Neues lebensfähiges Genom, Tyrannosaurus Rex. Mein Forscherteam ist allerdings noch nicht zurück. Dann ein paar Bäume. Erstmal wieder ganz viele Bäume hinten rein. Wo sie eh keiner sieht. Meinen wir auch hier ein paar. Huch, das war zu viel. Kleine Baumreihe nach unten ist ja okay. Kann man hier runter und da runter. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Guck mal, hier sogar noch so ein Pflanzenweg über den Tümpel. Geil. Rüber. Sieht aus wie so ein Weg, wo man quasi auch noch entlanglaufen kann. Beobachtungsgalerie 8. Stimmt das überhaupt? Okay, Krankheit. Lege weitere Aufgabe fest. Aufgabe erhalten. Max ist krank, nicht so gut. Den wollten wir jetzt nämlich gleich umsiedeln. Jetzt haben wir 3 Pflanzenfressergehege. Und ein viertes kommt noch dazu. Und bei den Fleischfressern haben wir nur 2. Allerdings leben die halt auch sehr gemischt. Wie alt ist denn Claudia mittlerweile? 71. Ja, das läuft. Hallo Mary, erstmal. Warte mal, was? Bei deinem Spieleplan für diese Woche bist du mit dem Datum in der Woche zuvor. Oh, dankeschön. Stimmt, ich habe einfach Copy and Paste gemacht. Werde ich korrigieren. Danke, danke Mary. So, guck mal, hier landet schon dein Gehege. Und das kümmern wir uns gleich auch noch. Wir müssen nur noch die ganzen Pflanzenfresser jetzt umsiedeln. Und die neuen hole ich auch erst. Vogelgrippe hatte Max. Okay. ACU-Helikopter, Aufgabe hinzufügen. Bitte einmal, hier hinten. Verstanden. Einmal. Nicht Donald, den daneben. Kommt. Zweimal. Dreimal, das ist schon mal Tick, Trick und Track. Dann haben wir die beiden, die drei schon mal. Die müssen jetzt nicht mal bei Mama und Papa zusammen wohnen. Guck mal, wie schön natürlich das Ganze hier aussieht. Wenig Gebäude, natürlich auch ein großes Problem. Aber wir brauchen einen Schutzbunker, ne? Wir haben keinen Schutzbunker hier. Und hier wollte ich noch eine Station hinbauen. Wie viel Platz braucht die denn? Gäste. Könnte ich vielleicht noch die Station daneben bauen, aber uns fehlt dann auch hier noch wieder so ein Restaurant. Und ja, eigentlich wäre es ja cooler, wenn die Station hier hinten wäre. Damit man auch über das Fleischfressergehege fahren kann. So kommt man nur von A nach B, aber nicht wirklich die Sicht. Egal, Hauptsache man kommt hier hin. Muss man nicht in jedem Park gleich sein. Irgendwie ging das doch vorhin hier. An irgendeiner Position war es blau. Ja. Da war es gerade wieder. Oh Gott, nein, 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 das geht ja gar nicht. Na toll und, oh, ernsthaft, und das Ganze bleibt ja so krumm und schief. Entschuldigung. Ja, schauen wir mal. Erstmal, wir kümmern uns erstmal um die wichtigen Dinge. Ich meine, das sind Luxussachen. Die brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Ah, Forscherteam kommt zurück. Ah, nee, Forscherteam ist schon zurück. Das war der ACU-Helikopter. Einmal wieder der und... Ah, hä? Oh nein, toll. Nix vom T-Rex mitgebracht. Transport. Tick. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Truck. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Und Max liegt auch noch da, alles klar. Dachte, ich hätte Tick, Trick und Truck vorhin erwischt. Oh, danke schön, Lindes. Boah. Schade, dass es nur virtuell ist. Haben jetzt eigentlich alle Hotels aktiv? Park überfüllt 6%. Das geht noch. Also dringend brauchen wir noch nicht das dritte Hotel, aber das dritte Hotel kommt dann wieder in den Eingang. Am schwierigsten wird wirklich die Geschäfte noch unterzubringen. Wir haben zwar hier viele Geschäfte, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, zum Beispiel Essen, ist hier halt ein Desaster. Was eigentlich komisch ist, weil eigentlich soll es im Hotel ja auch Essen geben. Neues lebensfähiges Genom, Torosaurus. Das sind schon 3 verschiedene Triceratopse.
Lukas, die Part hat sich, glaube ich, auch dafür interessiert. Mir hat das optisch halt überhaupt nicht zugesagt. Dieser Massentransport Max in der Mitte und zwei Bodyguards an der Seite. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. So, wir müssen aber allerdings noch ein paar. Wir haben einmal hier Nessa betäuben. Reaper betäuben. Hier fehlt doch noch ein Dino. Oh ne, Trick liegt da noch. Hatte ich doch schon betäubt. Einmal der Umzug ins neue Gehege. Zustellung abgeschlossen. Und hiernach, wenn wir hiermit fertig sind, kommen immer noch zwei Inseln. So, wir müssen, glaube ich, weiter transportieren. Nessa. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Das ist ein kleines Projekt hier, zur aber Abfüllung lohnt sich. Des Produkts unterwegs. Dann können wir nämlich auch wieder Dagobert freilassen. Dagobert gehört einfach dazu. Wobei. Ich hole erstmal diesen neuen Dinosaurier, den wir noch gar nicht hatten. Ganz neuer Dinosaurier, den muss man deswegen auch noch modifizieren. Natürlich wieder schön die Lebenserwartung erhöhen. Besonders effiziente Blut scheint sehr effektiv zu sein. Oha. Nice. 145. Das ist besser, das ist besser. Nehme ich mal den Hai wieder. Hier wird ja alles durchgemischt. 160 Lebenserwartung. Perfekt. 177. Oh Gott. Wow, was ein Dino. Lukas. Das stimmt, Lukas. Aber... laut diesem Spiel muss halt alles irgendwie vor Ort sein, ne? Finde ich auch ein bisschen ungünstig. Das hat selbst Rollercoaster Tycoon, was schon 1000 Jahre alt ist, besser hinbekommen. Da muss es zwar auch vor Ort sein, aber die Leute sind auch dann auch hingelaufen einfach. So, neuer Dinosaurier. Zwei Stück. Einmal der hier. Der Torosaurus gehörte zur Gattung der Ceratopsia und lebte im mittleren Westen Nordamerikas. Sein Name bedeutet durchlöcherte Echse. Und leitet sich von den großen Löchern in seinem Nackenschild ab. Okay. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich beim Torosaurus um einen erwachsenen Triceratops handelt. Dafür gibt es bisher aber keine Beweise. Sein Schnabel und seine scherenartigen Zähne ermöglichen es ihm, unterschiedliche Pflanzen wie Farne zu essen. Ja. Quasi Opa-Früchtchen und Kuchen. Den müssen wir gleich auch mal rauslassen. Ich hoffe, der braucht nur nicht mehrere von seiner Sorte. Und natürlich der Tyrannosaurus Rex. Bei den ersten Fossilien handelte es sich um Zähne, die 1874 in der Nähe von Golden in Colorado gefunden wurden. Das bisher größte Skelett wurde von Sue Hendrickson in der Hell Creek Formation in Süd-Dakota entdeckt. South Dakota. Oh, guck mal, wie viele Dinosaurier hier noch kommen. Eigentlich haben wir schon die Hälfte des Spiels erreicht. Andererseits, was die Dinosaurier angeht, noch lange nicht. So, jetzt sind Donald und Daisy hier alleine.
Machen wir direkt noch einen. Genom modifizieren. Einmal noch Savanne. So, wie geht's denn unseren Neuankömmlingen hier? Was sagen Tick, Zuck und Track? Bestand, Sozial, Grasland, Wald, die sind super glücklich. Max ist super glücklich. Die freuen sich natürlich über sein neues Gehege. Und Ipa ist super glücklich. Guck mal, die planschen hier, bahnen hier schon, die haben richtig Spaß. Trick und Nessa verstehen sich offensichtlich gut. Und ja, ich weiß, das Hotel bietet nicht wirklich eine Sichtbarkeit auf Gehege, wenn man sich das mal einfach anschaut hier. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Macht das Hotel nicht mit. Aber das ist einfach meine persönliche Fantasie, die ich da in Spiele mit einspielen lasse. Und diese Leute, die hier im Hotel sind, haben einfach eine Top-Aussicht auf ein Pflanzenfresser-Dino-Gehege. So, Foto eines Zoritosaurus, der trinkt. Das war doch hier... Oh, erstmal... Oh, neuer Dino. Ja, Lukas, weil wir nur Fehlgeburten hätte, wenn ich den komplett pimpe wieder. Wir wollen ja einen geilen T-Rex. Und nicht so einen ömmeligen T-Rex. Schön. Der ist echt schön. Hat allerdings noch keinen Namen. Und? Au, 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 der braucht aber, au, der braucht aber ein volles Gehege. Daisy und Donald sind gerade so zufrieden. Aber der braucht einige von sich. Da kann ich im Grunde genommen gleich den dritten ausbrüten. Wenn wir denn Strom hätten. Warum haben wir keinen Strom? Schon wieder alles. Hä? Ich hab doch gar nichts Neues gebaut. Mal eben nachgucken. Ach, Stromausfall, alles klar. Ich muss schon sagen, das kann doch jetzt nicht sein. Ranger-Team! Ich habe ja nur eine Ranger-Station. Kommt auf die Liste. Haben einen weiten Weg vor sich. Genau deswegen müssen wir noch ein bisschen erforschen. Damit die Eier auch nicht klein werden. So, hier haben wir noch den Stromausfall, da kann gerade nichts passieren. Und hier haben wir noch kein Tor. Alles klar. Das Tor müssen wir irgendwo hin platzieren. Und ganz ehrlich, das wird das einzige Gehege, wo ich kein Doppeltor mache. Einfach weil das sowieso die harmlosesten Saurier von allen sind hier. Jetzt ist das Gehege fertig. Ja, dieses Spiel dauert auch länger, als man manchmal denkt. Ich könnte natürlich jetzt schon mal gucken, dass wir das dritte Hotel auch noch bauen. Park überfüllt 13%. Ja, dann baue ich jetzt das dritte Hotel auch noch. Hier Wasser? Nicht gut. Jetzt ist hier kein Wasser mehr. Wo
Oh, war der Regen laut. Ja. Ich meine, ich wusste ja, dass ich den Weg hier ein bisschen verändern muss. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Ach, was ist denn also, jetzt schon wieder los? Wenn sie einfach ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden. Benötigt Wegverbindung? Weil ich den Haupteingang jetzt nicht verbunden habe, oder was? Will ich den Weg von Anfang an groß machen? Oder lass es erstmal so, wie es vorher war? Ernsthaft, weil da jetzt Wasser ist, oder was? Ja. Wege in dem Wasser. Ob das reicht für das Hotel? War auf jeden Fall der Weg schuld, dass es gerade alles so in Panik ausgebrochen ist. Aber selbst wenn ihr die komplette Panik ausbricht und alles kaputt ist, guckt ihr mal mein Geld an. Das ist... Dieses Spiel ist so einfach gestrickt, dass man schon das Gefühl hat, man würde cheaten. Man muss überhaupt nicht aufs Geld achten in dem Spiel. Wenn man einmal den Anfang halt geschafft hat. Der Anfang ist immer ein bisschen frickelig. War ja auf dieser Insel besonders hart mit einem Minus-Startkapital. Okay, ich glaube, das reicht noch nicht. Ich muss den Weg noch... Ja, müssen wir alles ein bisschen anders machen. Ja, jetzt weinen wieder alle. Dann brauche ich einmal nochmal Landschaftsgestaltung. So. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwo hier ein Hotel hin platziert bekommen. Kannst du auch ein bisschen weiter nach vorne. Guck mal, so ist doch gut. Ah, ja, warte. Zack. Perfekt. Bleibt dabei, es ist das Spiel, wo es am schwierigsten ist, auf den Chat zu achten. Selbst bei PUBG in der finalen Phase. Warum funktioniert das denn nicht? Kann ich häufig auf den Chat gucken, hier fast gar nicht. Ich will das nicht so krumm und schief haben. So, hier wieder der Weg für die Mitarbeiter. Ah, oh, Lukas, danke für die... Das war jetzt eine hilfreiche Info. Natürlich, ich habe doch zwei Teams. Total... Ja, jetzt funktioniert gerade eh nichts in dem Strom. Ich kann noch zwei Teams losschicken. Das Hotel E13. Brauche auch noch Strom. Also, na alles gleich. Erstmal müssen wir den Weg hier fertig machen, sonst... Dann fange ich jetzt mal... Warte mal, einfacher ist es tatsächlich, wenn ich jetzt von hier anfange.
Das darf doch nicht wahr sein. Naja, fast. Wir haben es fast geschafft. Soundeffekt. Klingt jetzt nicht so gut. Egal. So, das ist doch in Ordnung, oder? Damit kann man leben. Damit kann man arbeiten. Hier können wir später nochmal irgendwie irgendein Geschäft hinbauen. Ah, und deswegen baue ich doch nochmal hier ein Umspannwerk hin. Falls da später doch nochmal ein Geschäft hinkommt. Ja, wenn es irgendwie passt. Hallo. Ah, so, okay. Strom ist da. So, welcher Zaun ist denn gerade kaputt? Hier, guck mal. Was ist denn da los? Oh! 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 Hi, Anonymous. Na, endlich mal ist ein bisschen Action hier im Park. Huch! Auch einiges umgetrampelt hier. Unser neuer Dinosaurier, der noch gar keinen Namen hat. Ich weiß, der ist ausgerastet, weil er noch keine Kollegen hatte. Das war das Problem. Hier, jetzt hast du einen Kollegen. Da. War super schlau, ist jetzt hier einen rauszulassen, weil der Zaun noch im Arsch ist. Guck mal, ist so ganz friedlich, während im Hintergrund. Warte mal, hier leben ja Donald und Daisy. Wen können wir denn noch mal bauen hier? Gustav. Da ist schon mal Gustav. Ranger Team, es wäre äußerst formidabel, wenn ihr vielleicht ja einmal erstmal das Fressen auffüllen, überhaupt kein Problem. Und dann dürft ihr gerne den Zaun reparieren. Oh! Jetzt läuft ja der nächste Dino rum. Daisy. Mal gucken, wie sich jetzt das Geld verändert. Ich bin bei 34 Millionen. Ganz entspannt. Warte mal. Wir machen kurz eine Geschlechtsumwandlung. Ist überhaupt kein Problem. Donald. Daisy. Gut. Guck mal, wie. Damals war ich immer so voll panisch, ne? Der Dino rennt alle um. Rette erstmal deine Bewohner. Ich hab. Ach, warum soll ich die Bewohner denn retten? Ich hab überhaupt keinen Schutzbunker. Die kommen schon so klar. Wie gesagt, ich war damals super panisch, als meine ganzen Raptoren immer ausgebrochen sind. Gut, die haben auch wirklich viele Menschen getötet. Ich meine, das sind jetzt Pflanzenfresser, das ist halb so wild. Die könnte ich auch so durch den Park rumlaufen lassen. Jetzt steht jetzt da vielleicht, da, Gewinn pro Minute, wegen Klagen, wegen Gästeverletzung, minus halbe Million. Ja und? Ich hab's doch. Deswegen ist es total egal. Deswegen bin ich jetzt nicht so panisch und gehe schnell auf dem ACU-Helikopter und denke, oh, ganz schnell den betäuben. Was nur uncool wäre, wenn er gerade zu den Fleischfressern rüber spaziert. Wo sind die jetzt eigentlich alle? Daisy, Gustav, Donald tobt hier draußen rum. Und unser No-Name-Dino, wo ist der hin? Ach, hier vorne. Gefahr für die Gäste. Na gut, dann holen wir mal den ACU-Helikopter. Lege weitere Aufgabe fest. Und gleich auch noch hier Donald. Mach mal selber. Wie gehe ich denn runter nochmal? Ah, so. Falsche Richtung. Ne, jetzt richtige Richtung. Produkt in Reichweite. Stehen bleiben. Hallo, nicht so. Ah, kann ich mal aufhören, da rumzureden. Treffer bestätigt. Fehlschuss registriert. Oh, der rammt hier richtig mit seinem Bock da auf den Kopf um. Wir haben immer noch 34 Millionen. Ah, muss nochmal treffen. Weil der ist auch noch permanent am Wegrennen. Wo ist er hin? Ah, da.
Na! Huch, in den Hals? Oh, das sah jetzt aber ungesund aus. Gewinn pro Minute schon wieder in Ordnung? Wollte schon sagen, kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. So, liebe Gäste, wenn Sie schon immer mal einen Parasaurolophus streicheln wollten, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Kommen Sie alle vorbei zur Ranger Station 1 und streicheln Sie einen Parasaurolophus. Ganz entspannt. Ganz entspannt. So, wir haben ein paar Bäume gefällt. Das heißt, wir brauchen mal wieder ein paar neue. Ah, hier passt kein Baum mehr. Das kann doch nicht wahr sein. So, Hotelauslastung. Alles in Ordnung. Wunderbar. Drei Hotels haben wir jetzt. Wie sieht es mit dem Strom aus? Strom ist auch ausreichend, obwohl wir schon drei Hotels haben. Boah, jetzt ist was los hier. Rette erstmal deine Bewohner. Lieber den Dino angucken, anstatt den Zaun zu reparieren. Ach, wie gesagt, wäre es ein Fleischfresser gewesen, wäre ich ein bisschen panischer geworden. Schau mal, wie viele der gekillt hat. Können wir mal nachgucken. Wo ist er denn? Der liegt jetzt noch irgendwo betäubt hier rum. Menschen getötet, null. Ist halt ein Pflanzenfresser. Der rennt die nur um. Der tötet keinen. Hi Bugs, hallöchen. Hallo Raphael. Gleich betäubt locken noch die Passanten. Mit dem Potato Aim hier. Ja, damit ihr... Hallo, ich biete euch hier ein Angebot an, Dinosaurier zu streichen. Jetzt ist auch noch ein Dino tot. Ich biete euch hier an, Dinosaurier zu streichen. Und die sind alle in Panik. Leute, der schläft. Und die Spielmechanik sorgt dafür, dass er erst dann aufwacht, wenn ich ihn irgendwo hintransportiert habe. Ich transportiere den gleich in eure Menschenmenge da rein, wenn ihr weiter rumschreit. So, da kommt er jetzt gleich hin. Produkt muss eingesammelt werden. Na okay, das war jetzt Blödsinn. Ich guck mal schnell, welcher Dino tot ist. Oh, Zuckerguss. Die einzigen Dinos, um die ich richtig trauere, weil ich die einfach so super süß finde. Standard-Skin Huayangosaurus. Habe ich hier schon die Updates? Ja. Huayango? Ne, das ist der Chungo. Moment mal. Achso, das war mit den langen Stacheln. Genau, der hier. So, einmal Standard-Skin. Ausbrüten. Und dann bringt man bitte schnell den Zuckerguss in Frieden. Donald kommt auch wieder zurück ins Gehege. Irgendwo fehlt noch Essen. Wahrscheinlich, ich glaube, bei den Fleischfressern habe ich was gesehen. Endlich mal wieder ein bisschen Action hier im Spiel. Produkt transportiert. Unterwegs zur Futterstation. So, wenn du da hinten fertig bist, dann füll am besten nochmal hier irgendwie was auf. Kein Problem. Hier ist mal richtig was los jetzt. Just Gamer, WWB. Los, streichel ihn, streicheln, jetzt. Stromausfall, sag mal, was soll denn das jetzt schon wieder? Schon wieder der hier unten. Wir brauchen bald doch einen Ausfallschutz. Ranger Team, guck mal, ihr habt nichts zu tun. Verstanden. Transport im Gange. Boah, jetzt ist aber richtig was los. Wenn ich hier hinten gerade das schöne Hotel gebaut habe. Guck mal, übrigens, wenn man jetzt hier in den Park reinkommt, ich habe das mit dem Hotel ja ein bisschen so geplant. Dass man erstmal natürlich nicht diesen tollen Blick hat auf die Pyramide, sondern erstmal das Hotel hier im Weg. Aber wenn man dann einmal hier rumgelaufen ist und dann hier ankommt, das ist der coole Blick. Der gefällt mir gut. Mit der Pyramide und das möchte ich in jedem Park so haben. Ich finde das super. Übrigens gibt es immer noch Namen zu vergeben, ne? Also... Die Spielhalle hat noch keinen Namen. Wer die gerne für sich beanspruchen möchte, nur in den Chat schreiben. Kleiner Laden braucht noch einen Namen. Spielwarenladen. Die Bar braucht auch noch einen Namen. Ganz ehrlich, die Bar ist aber schon vergeben. Das ist doch ganz klar. Mischers Club. Den haben wir auf dieser Map auch nicht als Dino. Also ist das schon okay. Oh, Mickey Mouse, Dankeschön für die Info. Stimmt.
Meine Parkbewertung ist echt für den Allerwertesten. Das finde ich ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen mies. Weil das Spiel ist ja am Anfang davon ausgegangen, dass man die Geschäfte alle verkauft. Boah, wie blöd. Warte mal, ich speichere mal eben, weil ob das überhaupt richtig funktioniert. Ansonsten, dann ist die Parkbewertung halt so, wie sie ist. Hauptsache, mein Ruf steigert sich bei allen. Da muss ich nämlich noch dringend was tun. Oh, zufällig das Richtige gemacht. Dann den Maiasaurus. Oh Gott, jetzt erstmal hier wieder. Jetzt können wir wieder, jetzt haben wir wieder Strom. Jetzt können wir einmal hier hin. Und das zweite Team hier hin. Allerdings gibt es noch sehr viele andere Dinosaurier. Soundeffekt. Jetzt rastet Gustav aus. Oh nein, den brauchen wir vor allem. Jetzt. Füllt auf, du sollst nicht auffüllen. Ranger-Team. Wir brauchen ein neues Team. Nee, kehrt zur Basis zurück. Ihr habt nichts zu tun. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Denen geht's einfach nicht gut. Die brauchen mehr von ihrer Art. Und Donald, bleibst du jetzt mal da fern? Nee, nicht Daisy. Guck mal hier, warte mal. Ah, das heißt, ich muss noch mal schnell einen ausbrüten. Boah, die gefallen mir überhaupt nicht, diese Dinosaurier. Bisher waren alle Pflanzenfresser total chillig. Genom modifizieren. Einmal noch das Tigermuster. Füge Aufgabe hinzu. Gut, die Parkbewertung könnte aber gerade so mega im Keller sein, wegen dem Ausbruch. Halt, Tomatenkopf. Wo sind denn jetzt eigentlich alle? Donald und Daisy sind hier. No Name bricht gleich zum Glück nicht aus, aber jetzt wahrscheinlich wieder. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ja, das ist auch ein bisschen der Unterschied, das muss man bedenken. Privat dieses Spiel spielen und dieses Spiel in einem Stream spielen. In einem Stream packt man natürlich noch ein bisschen zusätzliche Unterhaltung rein, die man privat jetzt nicht unbedingt machen würde. Natürlich ist das für mich willkommen, dass ein Zaun kaputt geht als Streamer. Ich freue mich darüber, dass ein Zaun kaputt geht. Und dann lasse ich den auch bewusst erstmal auf, damit eben Chaos entsteht, weil das ist halt auch das, was Zuschauer dann nochmal gerne sehen. Außerdem schadet ja nicht. Ihr habt Spaß, ich hab Spaß. Den Park geht so oder so gut, egal was passiert. Im Grunde genommen könnte ich jetzt auch alle rauslassen. So, ihr dürft direkt wieder los. Oh, da sind wir fertig. Oh je. Das heißt, dann einmal diesen neuen Saurier und nochmal hier. Oh Gott, was kriegen wir denn jetzt alles für Fossilien? So, einmal den Saurier, den können wir auch noch 100% bringen. Hier gibt es wieder Geld, unnötig viel. T-Rex, sehr gut. So, wie ist der Stand der Dinge? Unser No-Name-Saurier hat Geborgenheit 0. Ach du liebe Zeit. Na gut. So, das ist auf jeden Fall Agro. Agro. Produkttransport beendet. Ich wollte nur zeigen, wie Agro seinem Namen alle Ehre macht. Das ist gerade so ein bisschen Teufelskreis. Ich werde jetzt beide einfach mal schlafend. Ah, komm, hier der nächste raus. So, wir werden mal. Ja, erstmal den Zaun reparieren. Das kann man vielleicht tun. Unterwegs. Diesen Zaun hier ein bisschen aufwerten. Wir haben hier ein Tier drin, was aggressiver ist als jeder Fleischfresser, den ich bisher hatte. Ganz ehrlich, ich hatte noch nie so ein anstrengendes Tier. Ich muss zugeben, Elektro mache ich jetzt nicht. Das wäre wirklich übertrieben. Aber zumindest hauen wir hier einen etwas dickeren Zaun hin.
Ich weiß, es wäre schneller, einen Zaun abzureißen und neu zu bauen. Aber warum? Wir haben Zeit. Dann brechen halt die anderen auch noch aus. So gut. Und hier sehe ich den Zaun überhaupt nicht. So. Vielleicht kann ich nochmal nachgucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich hoffe, man sieht den großen Unterschied. Dicker Zaun, dicker Zaun. Überall dicker Zaun, da kaputter Zaun. Ja. Müsste soweit stimmen. So, wir haben heute schon wieder viel geschafft. Als nächstes brauchen wir wieder den ACU-Helikopter. Der muss ein paar Tiere einsammeln. Ups. Erstmal muss ich mal gucken, wo die Tiere sind. So, Agro und Gustav rennen hier hinten draußen rum. Alles klar. Bestätigt. Aufgabe erhalten. Wo ist denn unser... Haben wir noch nicht... Habe ich nicht einen dritten? Wo ist denn der dritte hin? Habe ich nicht drei von denen mittlerweile? Gustav, Agro, hatte ich nicht noch einen rausgeholt? Hm. Moment mal, Raphael, mir fällt jetzt erst auf, dass du dein Profilbild geändert hast. Mensch, wo ist denn das alte? Ah, Lukas, das kenne ich. Das kenne ich. Ich war heute sogar schon in drei Geschäften einkaufen. So, wir haben was Neues da, oder? Täusche ich mich. Oh nein, sehr schön. Was hat denn? Ach, das ist der Maya-Saurer. Um Gottes Willen, das sieht ja aus wie so ein Gerippe. So, Forschungsteams, ihr dürft wieder. Einmal Maya und hier. Der kann natürlich auch noch in das Gehege. Weil im Grunde genommen haben wir dann, wie gesagt, Daisy und Donald. Streift umher, da ist er doch. Der ist hier drin. Sag mal, was macht ein Ranger-Team? Warum ist das immer noch nicht repariert? Unterwegs zur Reparatur. So, zwei. Oh, Moment. Oh Gott, wen haben wir denn hier? Oh! Der wartet auch schon die ganze Zeit darauf, dass er rauskommt. Zaun wird nicht heile gemacht, der Ranger hat keine Lust, da habe ich mir jetzt auch gedacht. Ja, Raphael, auf dem Profilbild erkenne ich ja fast gar nichts. Da kann ich ja gar nicht mehr sagen, was für schöne. Das war Zuckerguss, oder? Ja, hier ist Sahne. Zuckerguis. Zuckerguss. Boah. Jetzt haben wir gerade eine richtige Stressphase hier. Also Stressphase, ich muss halt viel tun. Was das Geld angeht, mache ich immer noch Gewinn pro Minute. Aber für die Parkbewertung ist wirklich ärgerlich, dass ich die Häuser offensichtlich wegen einem Bug nochmal zerstören muss. So, T-Rex wird auf jeden Fall gleich kommen. Da sind wir kurz davor. Der macht jetzt gleich wieder einen Zaun kaputt. Oh, nice. Coole Farbe. Das ist übrigens der dritte im Bunde. Wir haben Gustav. Ne, Moment. Das ist ein ganz anderer Saurier. Guck mal, da kommt Partiewerbung bei den Loots. Lange keine Loots mehr gesehen. Froschi. Servus nochmal. Du warst vorhin schon mal da. Long der Dino-Flüsterer. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber wir müssen... Ich weiß nicht, bei denen fallen irgendwie keine Namen ein. Also, es sind Namen zu vergeben. Wer möchte gerne einer von diesen Agrosauriern sein? Ne, nicht einer von denen. Die sind total entspannt. Der ist halbwegs zufrieden, wenn er einen Partner hat. Der braucht keine Großfamilie. So, irgendwo müssten jetzt zwei liegen und schlafen. Einmal Gustav. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Und einmal... Wo ist der andere? Ach, fast daneben, aber liegt wieder im Wald.
Hallo? Hallo? Ach, hier vorne im Eingangsbereich. Irgendwo da müsste der liegen. Transportteams. Einmal den Akku aus dem Wald fischen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Produkt in der Luft. Mann, Mann, Mann. Raphael, du müsstest das sein. Okay. Alles klar. Raphael. Also ich habe noch nie ein aggressiveres Tier in meinen Dino-Parks gehabt. Und ich habe schon so viele Fleischfresser gehabt. Naja, okay. Die Raptoren und die Dilosaurier, die haben schon ordentlich Menschen verspeist auf der letzten Insel. Hier sind die Raptoren relativ entspannt, weil die ja von ihrer Mutter im Zaun gehalten werden. Guck mal, die passt die ganze Zeit auf und schreit ihre Kinder die ganze Zeit an. Die sind so eingeschüchtert, was denn jetzt passiert? Insel freigeschaltet. Die vierte Insel. Planen Sie Ihre Anlage aufgrund des engen Platzes auf dieser kleinen Insel mit Bedacht. Das ist Isla Pena. Darauf freue ich mich. Hatte Lukas das schon gesagt. Wenn eine Insel störrisch sein könnte, würde dieser kleine Haufen Vulkangestein den Vogel abschießen. Und ich hoffe, Sie mögen Regen. Denn davon werden Sie hier genug zu sehen bekommen. So, wir bleiben aber natürlich noch hier, aber wir sind ja noch nicht fertig. Sie hätten uns nichts beweisen müssen. Aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Ich sorge gerade im Unterhaltungsgedöns für viel Action. Mission verfügbar. Kosmetische Verbesserung. Aber wir haben ja gerade eine Mission aktiv. Wir können immer nur eine aktiv haben. Und das ist, ach, das ist die kosmetische Verbesserung. Alles klar. Okay. Ich baue einen Schutzbunker. Ach, den wollte ich ja hier irgendwo hinpappen. Ist denn jetzt alles hier fertig? Da kommt noch ein Dino angeflogen. Daisy und Donald, das sind die beiden Entspannten. Da fehlt noch einer. Ach, der kommt da hinten. Okay. So, wenn die beiden mal da drin sind, gucke ich mal, wie es den beiden geht. Aggressive. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja, er kann auf die vierte Insel. Ich glaube, die fünfte Insel... Bitte nicht spoilern, aber ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, ist sie auch relativ groß. Da werden wir vielleicht wieder alle unterbringen können. Boah, bin ich froh, wenn wir die neuen Saurier wieder erforscht haben. Ich finde, das ist so ein bisschen einerseits ganz cool, andererseits ist immer dieses Hin und Her, immer wieder neu losschicken, statt dass sie immer dauerhaft dahin fliegen. So, wie viele Dinos haben wir hier? 5. Und hier hätten wir 6, wenn wir diesen ganz neuen Saurier reinpacken. Nee, noch einen mehr. Wir haben ja von den Parasauriern haben wir ja so viele. Geht's euch mittlerweile besser? Ganz ehrlich, ich verkaufe die. Ich habe keinen Bock auf diesen Dino. Der braucht echt eine Großfamilie. Liebe Mitbürger. Eine Familie mit 1-2 Kindern ist völlig ausreichend. Es müssen nicht immer gleich 6 bis 10 Kinder sein. Nur um mehr Kindergeld zu bekommen. Was? Was? Was ist denn das für ein dummer Saurier? Ihr werdet gleich alle verkauft. Guck mal, der braucht zig Stück von sich. Das kann ich meinetwegen auf der vierten Insel machen, aber oder auf der fünften meine ich. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Erhöhen Sie Ihre Gastanzahl, das passiert bestimmt automatisch. Ja, viel ist es nicht mehr. Neues lebensfähiges Genom. Maya-Saurer. Ja, der kommt hier rein. Euch verkaufe ich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ihr seht zwar echt schön aus, aber ich habe so ein kleines Gehege und da sollen noch andere Saurier rein, die hoffentlich nicht so anstrengend sind wie ihr. Ihr habt kurz für ein bisschen Unterhaltung gesorgt, aber jetzt werde ich euch gleich verkaufen. So, das habt ihr jetzt davon. Dass ihr euch mit nichts zufrieden gebt hier. Kein Saurier hat bisher solche Probleme gemacht. Oh, hier muss man was korrigieren. Die Raptoren sind wenigstens noch ausgerastet, wenn ein Sturm auf der Insel war. Das konnte ich ja noch verstehen. Klar, ich könnte jetzt noch einen von denen rausholen. Aber nein, das ist mir ein zu anstrengender Saurier. Und anstrengende Saurier möchte ich nicht haben. Oh, Doomsday, genau. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen.
14 Kinder, ja, alles klar. Ganz ehrlich, 14 Kinder kann ich nicht ernst nehmen. Da bin ich auch intolerant. Ich sag immer, jeder soll das machen, was er möchte. Solange niemand verletzt wird, ist ja alles okay. Aber bei 14 Kindern bekommen die Kinder auf gar keinen Fall das, was Kinder brauchen. Ganz ehrlich, ich finde 14 Kinder... Ich rede mich jetzt vielleicht ein bisschen in Rage, aber ich finde das menschenverachtend. Ich finde so viele Kinder asozial. Entschuldigung. Klar, jetzt kann man sagen, ist doch total toll, ganz viele Menschen auf die Welt bringen. Nein. Weil diese Menschen einfach nicht die Zuwendung bekommen können, die sie brauchen. Was ist das für ein komischer Dinosaurier? Da! Da! So, ACU-Team. Ihr dürft jetzt richtig schießen. Lasst die Betäubungsgewehre zu Hause. Schnappt euch eure AWM, M24, ist mir scheißegal. Meinetwegen auch eine AK. Aber knallt diese Viecher hier ab. Die gehen ja überhaupt nicht. So. Feuer frei. Um den letzten kümmere ich mich persönlich. Das gibt's doch gar nicht. Moment mal, Missionssaurier? Oh nein, den brauche ich. Stimmt, das ist der Miss... Den brauche ich ja, ich kann die gar nicht verkaufen. Genau, Lukas. Ich kann den nicht verkaufen. Dann kriegt halt noch einen für eure Familie. Aber dann werdet ihr alle abgeschoben. Was? Reagiere auf Reparaturanfrage. Kenneth. Ja. Oh Gott, was für ein Chaos hier heute. Was ist da alles los? Sahne ist krank. Bestätige Aufgabe. Guck, wie entspannt die Dinosaurier alle hier sind. Für die Hauptmission, komm, wir brüten auch sofort den hier aus. Ist der schon lebensfähig? Kann ich den? Da reichen mir 50%. Fossilien. Was habt ihr mitgebracht? Den hier brauche ich. Der ist schon noch 50%. Sehr gut. Den werde ich gleich mal direkt unbearbeitet rauslassen. Ja, es ist ja ein Trauerspiel hier gerade. Maya und dann wieder da. So, da wartet jetzt ein neuer Saurier. Den lasse ich aber erst gleich raus, wenn hier alles wieder erledigt ist. So, da liegt Gustav. Ich lasse gleich meine Fleischfresser frei, da werden die Pflanzenfresser ja sehen, was sie davon haben. Hier stimmt doch was nicht. Achso, da ist noch einer, okay. Aufgabe erhalten. Boah, was ein aggressives Tier. Der sah so friedlich und lieb aus. Von allen Entensauriern ist das echt der Schlimmste. Aber mit Abstand. Ich meine, ich finde es ja ganz gut. Für den Stream ist das echt gut. Aber, naja. Für den Streamer nicht unbedingt. Aber zumindest raste ich nicht völlig aus. Zum Beispiel im letzten Kingdom Come Stream. Da habe ich ja fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich kurz vorm Tod war. Das kann mir hier nicht passieren. Wie gesagt, wir haben 36 Millionen. Das könnte im Grunde genommen, dass alle Menschen in meinem Park aufgefressen werden und der Park wäre nicht insolvent. Mach doch lieber die Elektrozäune. Ja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich mache jetzt den vierten Dinosaurier, damit die zufrieden sind. Der wartet hier schon.
Fehlgeschlagen. Alles klar. So viel zu ihr, der wartet hier schon. Ich muss aber... Ich freue mich heute richtig. Heute Abend gehe ich ja ins Kino. Und gucke mir den Film an. Ich finde das so cool, das jetzt zu spielen und dann heute Abend so ein bisschen was davon zu sehen. Habe ich wahrscheinlich dann heute Abend nach dem Film wieder richtig Lust, das hier zu spielen. Was ist jetzt los? Achso, neue Fossilien. Okay, sehr schön. So, einmal... Oh, der T-Rex ist fast auf 100%. So, dann brüte ich jetzt auch nochmal den ganz neuen Saurier hier aus. Den hier. Den werde ich nicht modifizieren. Ich hoffe, das funktioniert so. So, Park überfüllt. Ich kann nicht noch ein weiteres Hotel bauen. Dafür ist der Park nicht ausgelegt. Liebe Gäste, bleiben Sie zu Hause. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier brechen nur ständig Dinosaurier aus und sie werden über den Haufen gerannt von den Pflanzenfressern. Also bleiben Sie besser zu Hause. Geld habe ich genug. Ich sollte den Park einfach schließen. Park schließen. So. Tschüss. Wiedersehen. Für heute haben wir geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. So, jetzt müssten irgendwo... Da liegt einer, da liegt einer, da liegt einer. Okay. Und hier wartet jetzt einer... Na, ich warte noch, bis der auf 100% ist. Dann packen wir die alle ins Gehege und dann müssen die soweit glücklich sein. Oh. Kann ich jetzt nicht abbrechen, Mist. Modifikation Savannenskin, stimmt. Ja, Maya muss modifiziert werden. So, den können wir freilassen. Das heißt, wir bringen jetzt mal die ganzen anderen rein. Einmal Agro. Boah, ich freue mich so darauf, die später zu verkaufen. Einmal Raphael. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und einmal Gustav. Sammle Produkt ein. Sag mal, kann jetzt nicht mal schief laufen? Das gab mal bei 50%. Aber wahrscheinlich brauche ich von dem auch mehrere. Also, na gut. Zwei sind eh besser. Genau. Hauptsache, ich mache diese kosmetische Verbesserungsmission schnell fertig. Dann werden einfach alle Tiere nicht verkauft, sondern erschossen und gegessen. Die kommen alle in Werners Küche. Hier, Werners Küche, mach dich bereit. Wir haben bald ganz viel Fleisch. So, dann haben wir ja einen Platz frei. Nee, muss erstmal frei gemacht werden. Entschuldigung, blöder Parasaurus, geh mal da schneller raus. Dieses Spiel sorgt nicht gerade dafür, dass man Sympathien für diesen Dinosaurier entwickelt. Ganz ehrlich. Ja, die Lücken im Zaun, alles gut. Die brechen sowieso gleich wieder aus. Ah, hier zum Beispiel, ne? Ein kleiner Zaun. Ich habe eine Idee. Wir werden ja heute einen T-Rex haben. Ich habe da eine ganz schöne, tolle Idee. Dieser T-Rex wird direkt ein bisschen Spaß haben. Survival, Hallöchen. So, sind jetzt alle vier da? Naja, noch nicht ganz. So, dann kann ich dich auch schon mal rauslassen. Ein neuer Saurier, der mir jetzt nichts für die Mission bringt, aber immerhin ein neuer Saurier. Oh, Lennis freut sich auch. Mir ist auch klar, warum. Das war echt gute Arbeit.
Kenneth, du bekommst richtig was reingelegt bei dir. Ist an sich schon eine Belohnung. Doch da sie auf Isla Tacaño für Sicherheit gesorgt haben, erhalten sie eine zusätzliche Belohnung. ACU Treffsicherheit 2.0, sehr schön. Wer schreit hier so rum? So, sind jetzt eigentlich alle da? So, das ist der komische Maya-Saurus. Wir haben jetzt hier Agro und No Name. Da hinten ist Gustav. Und Raphael, sind alle da. Und die müssten jetzt eigentlich zufrieden sein. Geborgenheit 24, müsste jetzt aber steigen. Nahrung. Ah, dem müsste es gleich besser gehen. Und damit wir diese Mission schnell beenden, brauche ich jetzt ganz dringend nochmal diesen neuen Maya-Saurer. Modifizieren. War Savanne, ne? Savanne. Ausbrüten. Ja. Und wir verdienen mal wieder viel zu viel Geld. Das für so einen Chaos-Park. Böser Long. Naja, ich lebe nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Diese Dinosaurier meinen, mich trollen zu können. Ich zeig dir gleich mal, wer am längeren Hebel sitzt. Also, er hat einen Kopf wie der Edmontosaurus. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie diesen. Ich finde diesen Dinosaurier sehr komisch. Ich weiß nicht. Es gibt Dinosaurier, den möchte ich, glaube ich, nicht... Ja, heult nicht! Nur weil ihr wieder eingesperrt seid. Eieiei, was haben wir denn hier alles am Start? So, T-Rex ist gleich soweit fertig. Den haben wir dann bald auch auf 100%, so schnell wie das hier gerade geht. Achso, Mist. Wieder losschicken. Zack, zack. Wir wollen doch mal eben Kenneths Gehege schon mal fertig bauen. So, seid ihr jetzt entspannt? Geborgenheit ist in Ordnung. Boah, nach diesen ganzen Dramen. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Ja, Mickey Maus, ich weiß, es ist, brüten Sie einen Dinosaurier aus. Das sollte kein Problem sein. Oh, wir müssen noch ganz viel machen. Wir müssen noch ganz viel machen. Aber es geht eigentlich relativ zügig, sobald man halt die Insel einmal fertig gebaut hat. Ich bin jetzt noch ganz viel beim Bauen und Umstrukturieren. Am Ende macht man halt eine Mission nach der anderen und dann geht's ganz schnell. Oh, die Parkbewertung ist jetzt aber gar nicht schlecht. Vielleicht muss ich die Häuser doch nicht abreißen. Oh, seit wann ist denn die Cam weg? Ist überhaupt keinem aufgefallen? War die jetzt den ganzen Stream weg fast? Forschungszentrum. Erstmal hier nochmal reingucken. Neuer Ort. Egg Mountain. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Neuer Ort. Isla Pena. Oh, was ist denn schon wieder los? Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung. Ja, machen wir bald, aber nicht jetzt bitte. Weil ich gerade noch eine andere Hauptmission am Start habe. Raptoren-Trainingsanlage. Hat man hier auch noch irgendwas Neues gefunden? Farnfossilien. Echt? Hatten wir vorher noch nicht? Na gut. So, hier können wir was Neues machen. Achso, ja, das sind wieder zwei neue Dinosaurier. Ich habe genug Dinosaurier gerade. Beziehungsweise, die ich noch erforschen muss. Die müsste ich dann auch noch neu erforschen. Ah, guck mal, da kommt unsere Mission. Das Unwahrscheinliche und sie das Unmögliche. Danke. Nee, ich weiß nicht, ich habe ein echtes Problem mit diesem Dinosaurier. Ich finde den nicht so schön. Okay, wir müssen diese neuen Dinosaurier den Gästen verkaufen. Als Urzeitgeilheit, oder? Das sollte sich auf den Umsatz auswirken. Und nur darüber wird Erfolg definiert. Hä, ist die Mission jetzt erfüllt? Mission abgeschlossen. Oh mein Gott. Und wir haben endlich die Gyrosphärenstation. Die werden wir auf dieser Insel nicht bauen können. Was nicht immer gut ist. Huch.
wollte ich nur mal sagen. Sie liefern Ergebnisse. Und das fällt auf, vertrauen Sie mir. Ich beginne mich zu fragen, wer Sie sind und was Sie wollen. Verrückt nach mir, hä? Oder vielleicht nicht. Hi, Tobi. Boah. Wir haben es geschafft. Wir haben diese Mission geschafft. Jetzt kümmern wir uns gleich ums T-Rex-Gehege und dann wird es viele tote Dinosaurier geben. Ganz ehrlich. Gehege. Gyrostation. Die Gyrostation. Ab jetzt haben wir Gyros. Die können wir doch super ins Fleischfressergehege bauen, oder? Geht das? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Einmal damit durchs... Geht das jetzt mal wirklich? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Oder ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das geht bestimmt nur durch Pflanzenfressergehege, sonst gibt's Ärger. Dieses Gehege, also die Gehege sind alle soweit fertig. Hier könnte ich noch einen neuen rein. Ich habe ja so viele verschiedene Triceratopse. Aber hier, boah, das muss alles gehen. Ich will nicht alle nicht mehr haben hier. Klar, ich meine, was machen die? Guck mal, was die schon wieder aushecken hier. Die vier, alle hier versammelt, um richtig Terror zu machen gleich wieder. Ich meine, gerade sind sie zufrieden, ne? Geborgenheit 100%. Aber einer muss einfach dran glauben. Einer von euch muss geopfert werden. Da sind wieder nur drei da und die rasten dann wieder aus. Das war das erste Gehege hier im Park. Das muss ein entspanntes Gehege sein. Achso, warte mal. Wir haben doch jetzt noch irgendeine andere große Mission am Start. Hier. Und da müssen wir ganz dringend was für den Ruf bei der Wissenschaft tun. Missionen. Mission Nummer 3. Mission starten. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Dinogyros. Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duer muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Angekündigte Giveaway gibt's übrigens erst im nächsten Jurassic Stream. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikationen für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Hey, langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, sie wissen, was sie da tun, weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das Sie noch nicht behaupten können. So, seid ihr fertig? Ich muss einen Deinonychus auf die Welt bringen. Habe ich den schon? Ich befürchte nicht. Gehen wir mal kurz die Namen alle durch. Nein, den haben wir noch nicht. Oh, ärgerlich. Ich lasse die Dinos jetzt erstmal so da, wie sie sind. Nur ein kleines Giveaway, nichts Besonderes. Wobei, was ja nichts Besonderes eigentlich. Schon was. Was Kleines, aber etwas Cooles. Das war ja früher oder später auch mal wieder klar. Aufgabe hinzufügen, einmal hier auffüllen. Nachschubanfrage erhalten. Und wenn ihr da aufgefüllt habt, einmal hier auffüllen. Kein Problem. Das andere Ranger-Team. Bin zur Futterstation unterwegs. Nochmal da auffüllen. Aufgabe und auch gerne nochmal da auffüllen. So, dann gucken wir nochmal eben danach, wo gerade die ganze Zeit geschrien wurde. Die Zäune. Hier haben wir noch ein Stückchen irgendwo. Da. So, sonst ist aber alles gut. Boah, ich muss erstmal speichern. Das war jetzt echt ein bisschen viel. Soll ich mal in Ruhe seinen Park bauen? Alles klar, Dankeschön, Kuchen. Mach's gut. Ja, ich meine, gerade ist die Lage ja auch entspannt. Ich meine, jetzt sind da vier Stück von denen.
Ich habe 50 Millionen. Boah, also das ist wirklich das Schlimmste bei diesem Spiel. Was heißt das Schlimmste? Eigentlich ist das Terraforming das Schlimmste. Es ist einfach nur zu einfach. Es ist einfach zu einfach. Eine ganz tolle Aussage. Landschaftsgestaltung. Einmal bitte ein bisschen runter. Ich hätte nämlich hier gern irgendwo Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Das ausreicht. Mal gucken. Natürlich nicht. Dann machen wir es noch ein bisschen tiefer. So. Muss aber ausreichen. Ernsthaft. Ich will eine Insel bauen, verdammt. Lass mich eine Insel bauen. Komm mal einfach so tief wie es geht. So. Nein, da passt kein Wasser rein. Überhaupt nicht. Ach so, das Problem ist, es muss ja trotzdem ein bisschen flach sein. Ja! 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 Ja, haben wir eine Halbinsel, was soll's. Haben wir einen Fluss, der hier durchs Gehege geht? Komisch aus, ne? Huch! Ja, so ist gut. Okay, wir brauchen natürlich die Ziege, die obligatorische Ziege. Vor der Galerie. Wir brauchen einfach generell etwas Fleisch. Ziege läuft schon rum. Machen wir so. Sichtbarkeit ist wieder. Ich mal. Sichtbarkeit. Hier können wir ganz viele Bäume hinbauen und hier in den Eingangsbereich. Da machen wir das mal. Also da die Ecke und hier hinten. Und da. Kann ich mir niemals merken, aber passt schon. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bäume sein. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ein paar vereinzelte bauen wir noch. Alles klar. Der T-Rex kostet 2 Millionen. Der T-Rex könnte 20 Millionen kosten und es wäre kein Problem. Genau, Tobi, so sieht's aus. Der neue Missionssaurier passt prima zum T-Rex. Die Sorte verträgt sich genauso wie die Raptoren mit Claudia. Oh, danke, Mickey Mouse, das finde ich gut. Die muss nur noch allerdings auch erforschen. Nur Halbinsel. Apropos, boah, dieser Regen hier auf dieser Insel. Wie heißt denn der neue, den ich brauche? Deinon irgendwas. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz meine auf 100% bringen. Da muss ich nicht ständig nachgucken. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
T-Rex ist schon auf dem... Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Ja, ist okay. T-Rex ist auf 90%. Und der ist bald auch bei 90%. Wir haben die ja gleich fertig. Dann können wir diesen neuen Dinosaurier erforschen. Boah, hier fühle ich mich echt unwohl, wenn ich hier bin. Die haben einfach nicht so viel Charakter wie meine Dinos da drüben. Kuchen, Früchtchen, Zuckerguss, Sahne, das sind Dinosaurier. Aber die hier, ne, das ist echt so der Pöbelclub des... Hi Meier. Das ist so der Pöbelclub meines Parks, die gehen einfach gar nicht. Und ganz ehrlich, der T-Rex soll direkt ordentlich begrüßt werden gleich. Fossilien sind nicht zurück. Die sind immer sofort wieder zurück. Ich habe auch die höhere Geschwindigkeit. Oh, hier kommt noch das große Pflanzenfressergehege hin. Ist aber gerade eigentlich gar nicht so wichtig. Wir müssen unseren Ruf mal hier langsam verbessern. Wir müssen eigentlich mehr Missions... Andererseits können wir die auch erstmal fertig machen und dann kümmern wir uns komplett um die Wissenschaft. Hier mache ich jetzt gerade die Hauptmission. So, Gehege ist auf jeden Fall fertig und vorbereitet für den T-Rex. Wenn er hier rauskommt, erstmal sofort in den Baum reinläuft. Sieht der Turm eigentlich jetzt anständig? Ja, der Baum steht da vielleicht ein bisschen im Weg, aber schon okay. Vor allem sieht er, wenn der T-Rex frisst. Das wird ein Schlachtfest. Naja, es wird vor allem... Die können ja nicht kämpfen, glaube ich. Die werden wirklich einfach nur... Was heißt, die können nicht kämpfen? Die haben so viele Menschen umgetrampelt und immer wird irgendwie im Schädel da losgerannt. So, huch, T-Rex 100%, bitte durchführen. Und Forschungsteam direkt wieder los. Damit die beiden endlich fertig sind. Ansonsten bin ich ja sehr zufrieden mit dem Park. Wir müssen halt wirklich gesagt, dieses eine Pflanzenfressergehege muss überarbeitet werden. Von den dreien. Der T-Rex kommt jetzt hier noch raus. Und dann können wir uns so langsam um die Details kümmern. Dinosaurier erforschen müssen wir die ganze Zeit einfach, weil es da so super viele gibt. Siva, hallöchen, hi. Den Besuchern darfst du vielleicht am Ende des Streams Hallo sagen, Lenneth, aber so nicht. Wir hatten echt genug Action gerade. Ganz ehrlich, wenn die hätten töten können, ich glaube, ich hätte einen neuen Kill-Rekord in meinem Park. Hi, Eichhörnchen-Schreck. Meine Herren. Boah, ich freue mich so darauf, nach im Kino zu sein und einfach nur schön die Popcorn in mich reinzuschmeißen. Und ganz entspannt machen zu lassen. Einfach nur zurücklehnen. So wie der Lukas das zum Beispiel gerade macht. Und die Show genießen. Nee, Lukas, die will ich noch gar nicht. Dann habe ich ja noch mehr Dinosaurier auf der Liste, die ich komplett auf 100% bringen muss. Ich habe gern, also was ich überhaupt nicht haben möchte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe. Dinosaurier ausbrüten, dann habe ich so ganz viele Dinosaurier, die irgendwie noch bei 50% oder noch schlechter sind. Ich möchte Dinosaurier immer sofort auf 100% bringen, dann habe ich nämlich damit nichts mehr zu tun und die sind soweit fertig. Das macht es einfacher fürs Ausbrüten und das macht es einfacher für die Übersicht. Oh, kaputter Zaun. Da rastet da schon wieder einer aus. Ach so, der rastet natürlich jetzt aus. Ich. Ah! Diese Dinosaurier, ne? Ich weiß, der heißt nur zu zweit, der braucht wahrscheinlich auch vier Mitglieder. Der macht die gleichen Probleme wie der Poposaurus, oder wie der heißt. Ne, Parasaurus. Boah. Warte mal, der soll mal schön einen Stromschlag bekommen. Schnell, schnell, schnell. Schaffe ich das noch rechtzeitig? Wahrscheinlich nicht. So, hier, ersetze. Da, versuch's doch nochmal. Zu nah am Dinosaurier. Schade. Ich brauch den ja nicht mehr. Komm, die können wir jetzt schon verkaufen. Dann kommen die als erstes ins T-Rex-Gehege.
Nicht Transport. Ah, was mache ich denn hier? ACU. So, bitte einmal. Ich finde diesen Dinosaurier eh hässlich. So, weg damit. Genau, Maya. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Das ist, viele wollen halt immer so, ja komm, mach sofort den Saurier, den Saurier, den Saurier. Dann guckt bei Max Streams. Max spielt die sehr schnell durch. Max hat dann immer sehr schnell alles erledigt. Ich habe da eine ganz andere Spielweise. Wenn ich auch so durchrushen würde, dann gäbe es keine Jurassic Streams mehr bei mir, weil ich dann auch schon fertig wäre. Ich lasse mir da alle Zeit, die ich habe, auch wenn... Mir geht es um den Spielspaß und nicht darum, irgendwie schnell auch viele Abonnenten zu generieren. Dann müsste ich ja, dann ist Jurassic World schon wieder das Falsche, weil es kein aktuelles Spiel mehr ist. So, die Beine sind schon mal weg. Na Gott sei Dank. Warte mal, sind die wieder? Der ist wieder zurück, okay. So, jetzt genug in Rage geredet. Hier ist fertig, hier können wir hin. Da ist er doch, Deinonychus, genau da drunter. Oder wie auch immer ich mal den aussprechen soll. Ja, Lendes, wir machen dich. Hast du von einer Dinosaurier richtig viele, also eine große Herde? Nee, maximal drei immer. Verkauf die Mayas doch. Ja, ich weiß, die könnte ich auch verkaufen. Ganz ehrlich, die verkaufe ich auch. Die anderen haben mich mehr aufgeregt. Die haben zwar jetzt auch Stress gemacht, aber die verkaufe ich jetzt hier. Ich hab's einmal gezeigt, aber ich finde diesen Dinosaurier eh nicht so schön. Dann kommt da lieber wieder gleich so ein Dagobert rein. Guck mal, jetzt ist er gleich auf 100%, dann ist er nämlich auch erledigt. Und der T-Rex eventuell jetzt gleich auch. Und irgendwo fehlt wieder Futter. Ah, hier bei denen. Nachschub ist unterwegs. Bestätigt. 1, 2, 3, 4. Bleiben die Skelette oder sind sie nur Kurz-Event? Welche Skelette? Bleiben für immer, die bleiben? Transport hat begonnen. Nee, die zwei werden jetzt nicht das Frühstück, aber die Parasaurier kommen auf jeden Fall zum T-Rex. Beginne Produkttransport. Mist, Eichhörnchen hat seine Nachricht zurückgeschrieben, wollte gerade lesen. Zurückgeschrieben, zurückgezogen. Skelettschiffe, es geht um Sea of Thieves. Die dauern aber noch vorbei. Nächste oder übernächste Woche müsste ja das neue große DLC kommen. Da werde ich zum Beispiel auch der nächste Sea of Thieves Stream. Ich muss halt immer noch 50 Meerjungfrauen-Statuen finden. Das ist für Zuschauer unfassbar langweilig. Und für Spieler auch. Und deswegen werde ich da natürlich ganz viel Action einbauen und ganz viele Noobs-Geschichten reinhauen. Und wir werden ganz viele Schiffe angreifen. Oh, das ist er. Ach, wie süß. Was ist das denn? Hab ich auch noch nie gesehen. So, der eine Saurier ist auf 100%. Den werden wir nie wiedersehen. Aber wir haben ihn soweit erledigt. Die Schiffe können unter Wasser fahren? Am 31. Oh, das ist na super. Hauptsache am allerletzten Tag. Du spielst Spiele zum Spaß? Nee, also es ist gerade bei Streamern. Ja, so je nachdem, ne? Ein Max, der beruflich davon lebt, muss natürlich gucken, dass Spiele auch gut ankommen. Max hat nichts davon, ein Spiel zu spielen, was sich keiner anschaut. Weil er eben davon lebt. Für ihn ist das ein Beruf. Und ich mache es aus Freizeit, deswegen, wenn bei mir bei einem Spiel keiner zuguckt, zum Beispiel, ich sag mal, bei Life is Strange zum Beispiel, gucken sehr wenig zu. Es ist ein sehr altes Spiel, was jeder schon kennt. Macht aber nichts, weil ich es selber spielen möchte. So, dann nochmal weiter hier. Wir brauchen immer noch... Maya ist doch fertig jetzt eigentlich, oder nicht? Ich meine, ich kann ihn noch einmal dahin schicken, aber eigentlich war er doch jetzt durch. Wir brauchen noch T-Rex. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Ne, Mayas. Hä?
Ach, der T-Rex ist auf 100%. Hab ich das jetzt gerade nicht mitgekriegt? Habe ich die verwechselt? Na dann. Würde ich mal sagen, ist jetzt... Das neue Schiff könnte sein. Könnte sein. Es ist soweit. Die Geburt von Lenneth. Haben wir hier die Updates? Ne, haben wir noch nicht. Ausbrütungstempo 3.0. Erfolgsrate 2.0. Erfolgsrate 2.0. Stimmt, war ja ein neues Gehege. Labor 7, stimmt das? Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Ah, das Foto muss ich auch noch machen. Okay. Dann modifizieren wir mal unseren Super T-Rex. Es gibt sogar drei verschiedene Farben. Wie cool ist das denn? Nehmen wir erstmal den normalen. ...8150... Angriff wäre dann höher. Nee, das ist mir aber lieber. Neues vollständiges Genom, Maya Saura. Dankeschön fürs Teilnehmen, Dankeschön fürs Dabeisein. Aber jetzt mach's gut, Maya Saura. Bis dann. Ach, Deadpool, der... Für mich persönlich interessiert der Indominus Rex gar nicht, muss ich persönlich sagen. Bin da kein Fan von. Habe ich schon mal erklärt. Ich genieße ja einen neuen Dinosaurier nach dem anderen, außer der Dinosaurier ist doof. Das hatten wir jetzt heute ein paar Mal. Stromausfall, ja komm. Ich muss ihn ja eh erstmal modifizieren. Hallo. Expedition abgeschlossen. So, ich modifiziere mir den jetzt mal eben schön hier. Der soll ja auch lange leben. Kostet ja was. Was total egal ist, weil... Oh, ich mache mal die Belastbarkeit höher, glaube ich. 154. Ja, machen wir das hier. Perfekt. Belastbarkeit 100, Lebenserwartung 168. Das finde ich gut modifiziert. Kostet... Lächerliche 6 Millionen. Total egal, weil guck mal, wie viel Geld ich habe. Der könnte auch 60 Millionen kosten. Nee, dann wäre ich raus. Aber fast. Hallo Früchtchen. Bin ich gestorben? Du warst die Erste heute. Kann der Neue zu mir kommen? Was? Ein weiteres Kind? So, ich drücke schon mal auf Ausbrüten. Das wird nicht viel passieren, weil wir einen Stromausfall haben. Ranger-Team? Wo ist denn der Stromausfall? Kein Problem. Natürlich wieder da hinten. Keine Ahnung, was da einmal los ist. Da bräuchten wir bald mal wirklich das andere, diesen Ausfallschutz. Foto eines Coritosaurus, der trinkt. Ah. Nein. Also von Donald oder Daisy ein Foto. Okay. Das andere Ranger-Team, dann fahren wir dich mal eben. Kurz Orientierungscheck. Ah, wir müssen hier hin. Okay. Wir müssen in mein Lieblingsgehege. Na, ich sag mal so, das ist wirklich das aktuell das unbeliebteste Gehege. Au, du bloß ab hier. Hallo. Hallo. Boah, diese Dinosaurier, die werden erstmal gekickt, gebannt und... So, er geht trinken. Oh, perfekt. Bitte geht trinken. Du sollst... Da hinten trinkt doch einer. Der trinkt doch, der trinkt. Trink. Zählt das? Keine ja, perfekt. Große Kunst, aber mir gefällt's. Was cool an dem Dinosaurier ist, jetzt relativ groß, ne? Im Vergleich zu den anderen hier, so Daisy. Die Abteilung bedankt sich. Ich ebenfalls. Ich meine, vielleicht auf einer anderen Insel oder so versuche ich es nochmal mit denen. Aber nicht in dem kleinen Gehege hier.
Ach, der kleine Fleischfresser. Nee, Claudia, du bist doch jetzt schon... Die werden sich untereinander nicht verstehen. Raptoren verstehen sich auch überhaupt nicht mit den Dilo-Sauriern. Also die Raptoren müssen ja schon alleine mit dir bleiben. Was machst du eigentlich gerade wieder? Bist du schon wieder auf der Jagd nach denen? Nee, hat die Menschen hier gesehen. Die lässt aber in Ruhe. Claudia schreit nur ihre eigenen Kinder an. Guck mal, Wettner. Guck mal, Vitas muss jetzt dran glauben. Unsere Killermaschine Vitas. Boah, der ganze Boden wackelt. Wer ist da? Micha? Guck mal, die sucht schon wieder. Die weiß schon, kann sich gar nicht entscheiden. Ah, schnauze ich jetzt den Vitas zusammen oder schnauze ich... Ah, ich schnauze einfach mal so in die Weltgeschichte. Ihr seid alles Untertanen. Ganz ehrlich, also neben Claudia sind die Raptoren, die sonst meine Killermaschinen waren, wirken einfach nur noch wie so kleine Babys. So, T-Rex ist auf 55%. Was macht gerade der Strom? Wie sieht's da aus? Haben wir noch ein bisschen, sehr gut, weil ich muss nämlich noch das hier bei dem neuen Gehege auch schon mal reinpimpen. Ausbildungstempo. Erfolgsrate. Und Erfolgsrate. Damit, wenn wir da wieder einen neuen Dino machen müssen, da auch alles funktioniert. So, und ich kümmere mich gerade ganz offensichtlich sehr um die Sicherheit. Meiste Kampfsiege, fotografieren Sie einen Dinosaurier, den Kadaver frisst. Machen wir gleich alles. Ich muss speichern, ich muss speichern. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass der Stream heute so actionreich wird. Lebensfähigkeit war nur bei 42%. Okay. Oh. Oh. Das ist echt wenig. Könnte sogar sein, Meier. Raptor, wie geht's euch? Geborgenheit 100%, das ist alles in Ordnung. Boah! Habt ihr das gesehen? Die Clown hat einfach mal den Raptor geschnappt. Guck mal, jetzt geht der Micha zu den anderen beiden Raptoren und sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Wir können so nicht weiter mit diesem großen Saurier da leben. Wir werden permanent tyrannisiert. Jetzt kommt der große Angriff. Auf Claudia. Wir haben alle keinen Bock mehr. Nee, oh nee, doch nicht. Besser nicht. Nur Vitas, der traut sich natürlich. So. Ah, ich mag dieses Fleischfresser-Areal hier. Und der T-Rex hat es geschafft. Er hat es geschafft, obwohl wir nur 42% haben hier. Dann werde ich aber nichtsdestotrotz hier wirklich auf das Ausbrütungstempo verzichten. Und die Erfolgsrate komplett erhöhen. Okay, es ist soweit. Der T-Rex kommt. Finde ich schade, dass sie nicht im Rudel angreifen. Hammond hätte mehr Leute wie sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal, einige unsicher, nicht aufgefressen. Ah ja. Die Königsrex. Errungenschaft freigeschaltet, folgen Sie dem Schreien. Tyrannosaurus Rex. Liebling der Romanautoren der Jahrhundertwende und der Kinder dieser Welt. Und warum? Weil er für all das steht, was wir an der Vergangenheit fürchten. Das, wovon wir glauben, es erobert zu haben, obwohl es schon nicht mehr existierte, bevor die Menschheit auch nur das Affenstadium erreicht hatte. Wie geil er dargestellt ist, ey. So war es auch. Bis jetzt. Bis zu Ihnen. Boah, kann er nochmal so brüllen wie gerade am Anfang. Das war so geil. Das war absolut
Supergeil. Zum Glück laufen hier so ein paar Ziegen rum. So, wie geht's ihm denn? Sozialbestand, alles in Ordnung. Lenneth, geht es gut. Interessant, dass unsere beiden großen Fleischfresser sind beides Frauen. Lenneth auf der einen und Claudia auf der anderen. Boah, ich würde die beiden schon mal gerne nebeneinander sehen. Jo, mein erster T-Rex. Dieser Schrei. Oh ja, Kenneth. Das ist... Oh, den brauche ich eigentlich als Klingelton oder als Wecker morgens. So. Anfrage bestätigt. Kein Problem. Bestätige Aufgabe. Wir wollen unserem neuen Lieblingskind doch auch etwas bieten in unserem Park. Der Tyrannosaurus Rex soll sich wohlfühlen vom ersten Tag an. Einfache Ziegen, nicht für den T-Rex, das ist... Nein, 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 nein. So, wen ich hier ausbrüte, und der gehört jetzt einfach dazu, vom ersten Tag an. Da gab es ja keine Farben, der ist einfach so zufrieden. Dagobert. Achso, und ganz neu, den haben wir auch noch nicht gemacht, warte mal. Der braucht wahrscheinlich dann auch wieder vier von seiner Sorte. Das sind Donald und Daisy, Dagobert und Gitter. Den möchte ich nicht haben, für den brauchen wir zu viele. Der hier ist neu, der Centaurosaurus, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich probiere einfach mal einen aus. Da modifizieren wir den auch mal eben, erstmal normal. Ich habe nie darauf geachtet, dass die Lebensfähigkeit mit jedem Stück auch runtergeht. Das finde ich gut. Aber ist eigentlich egal, solange die Brutstation gut gepimpt ist, kann die Lebensfähigkeit ruhig sehr stark reduziert sein. So. Dann wollen wir den mal rausleichen. Dagobert ist da. Hat einfach Tradition. Ich meine, der sieht im Grunde genommen auch nicht viel besser aus als der Maya-Saurier. Aber der ist halt völlig entspannt. Wobei ich mich daran erinnere, dass im ersten Park ist der auch mal ausgebrochen. Guck mal, im Notfall ist der, glaube ich, alleine auch okay, ne? Der könnte zwar noch einen vertragen. Dagobert passt einfach jetzt auf Donald und Daisy auf. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die richtige. Einverstanden. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Agro an. Produkt muss eingesammelt werden. Ich weiß, es ist super asozial. Im Grunde genommen, die haben sich nur beschwert, weil die nicht allein sein wollten. Aber Geld brauche ich nicht. Also biete ich den Leuten einfach eine Show. Der T-Rex wird, auch wenn er keinen gewonnenen Kampf hat, weil das, glaube ich, das zählt bei dem Pflanzenfresser nicht als Kampf, kriegt der T-Rex vielleicht trotzdem eine bessere Bewertung, weil er einfach andere Dinosaurier gefressen hat. Und hallo Sierra, hallöchen. Oh, du bekommst gleich was Richtiges zu futtern. Der ist auf jeden Fall komplett... Ja, perfekt. Bestand, wie gesagt, da wird noch was gehen. Ein kleiner Fleischfresser passt dazu, aber das ist genau wie bei Claudia... Er möchte keinen anderen von seiner Spezie in seinem Gehege haben. Boah, geil, diese, allein diese Füße, ey.
Schrei doch nochmal bitte ganz laut. T-Rex. Nenn es. Einmal ganz laut. Komm, schrei einfach mal so. Einfach mal. Ja, komm. Komm, T-Rex. Komm. Komm, ich streichel dich auch mit der Maus. Fand er nicht gut, hat ihn gekitzelt. Jetzt. Ach nee, der hat nur wieder eine Ziege gefunden. Arme Ziege. Alles klar. Natürlich ist Lennis T-Rex. So, Ranger-Team. Irgendein Tier ist krank. Hans. Aufgabe erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Oh, jetzt habe ich bei all dem Spaß, den wir jetzt mit dem T-Rex hatten, das hier vergessen die ganze Zeit. So, also Maya ist jetzt wirklich fertig. Aber den, genau, den brauchen wir noch. Den müssen wir jetzt hauptsächlich erforschen. Maya brauchen wir nicht mehr, aber den hier, den gibt es hier noch irgendwo. Da ist ein Diplo. Hier ist noch ein Dino. Dieser Park hat ein Ziegenproblem. Ja, wir müssen sehr viele Ziegen produzieren, das stimmt wohl. Oh, da kommt das erste Opfer des T-Rex. Mir tut schon ein bisschen leid und weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer den Regeln nicht folgt, wer nicht gehorchen kann, der muss fühlen. Produkt zugestellt. Entschuldigung. Wo ist ein T-Rex? Lennart? Da. Oha. Boah, der Dino ist echt riesig. Guck dir das mal an, wie groß der ist. Naja, zumindest musste der Dinosaurier nicht leiden. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Hui! Dieser Schrei hinterher! Das war ja super geil. Das muss ich auch noch einbauen. Von Maya. Ja, hat mir gefallen. Jetzt gerne, das hat mir so gut gefallen, dass ich das beim Gustav auch nochmal gern sehen würde, wie das funktioniert. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich mag T-Rex. T-Rex ist einfach ein geiler Dinosaurier. Da kann man nichts anderes sagen. Das war jetzt aber nicht dein typischer Schrei. Ist alles okay bei dir? Alles okay. Okay, so langsam wird mein Park so groß, dass ich ein drittes Ranger-Team brauche. Ich meine, ich habe ja das Geld. Transportiere Produkt. So, einer füllt jetzt schon mal vorsorglich alles hier bei den Fleischfressern auf. So, einmal extrahieren. Ja. Hi, Micha. Dino-Gladiatorenkämpfe, die gibt es jetzt tatsächlich bei dem Spiel. Allerdings nicht, wenn man so harmlose Pflanzenfresser da ins Gehege setzt. Oh, wen haben wir denn hier? Ach so, den ganz neuen Dinosaurier. Hallo, Yannick. Zu viel geraucht, oder? Oh, der gefällt mir. Ein Centaurus. Nein, der ist genauso wie die anderen. Der braucht auch 4 oder so von seiner Sorte. Dann finde ich den anderen aber schöner.
Okay, den werde ich dann aber natürlich nicht töten, sondern einfach nur verkaufen. Man muss ja alles mal ausprobieren. Jetzt haben wir ihn auch mal gesehen. Bestätigt. Oh, by the way, was passiert eigentlich gerade im T-Rex-Gehege? Ach, kommt, wird noch angeflogen. Okay, ist noch gar nicht da. Wir können eigentlich jetzt schon wieder den nächsten losschicken hier. Raphael, tut mir leid, Raphael, du bist ein anderer Dino. Aber alle guten Dinge sind drei. Produkt wird eingesammelt. Für unseren T-Rex. Ja, ja, ist mir schon klar. Der muss richtig. Wir müssen da leider Gottes auch wieder so ein Triceratops oder so rauslassen, damit er Kampfsiege bekommt. Wir könnten natürlich auch Claudia rüberschicken, damit das mal ein richtig spannender Kampf wird. Oh nein. Hä? Moment. War das T-Rex? Ist noch gar nicht da. Welcher Dino ist tot? Oh, Nessa ist tot. Ah, alles klar. Wie alt ist Nessa geworden? 109. Kümmern wir uns später drum. Wobei, ich kann ja zumindest schon mal abheben. Produkttransport beendet. Ah, schnell gucken. Ich möchte das erleben. Wie T-Rex wieder so brüllt. Oha. Gustav ist direkt in Panik. Also auf der übernächsten Insel, die so groß ist, da werde ich die Dinosaurier hinpacken. Weil ich finde, die von den Entensauriern sind das die schönsten. Aber ich brauche halt wirklich vier davon. Okay, es ist wieder soweit. Hi, Raupi. So, Lennis, jetzt komm mal rüber hier. Man sieht erstmal die Ziege, na gut. Los, Lennis, jetzt gehen wir da hinten hin. Bist du schon satt? Wahrscheinlich. Genug getötet. Dinosaurierbewertung 460. Wie wird denn der, wenn der einfach nur so ein Tier tötet? Hallo? Kann der mal aufhören zu schlafen hier? Ich hab auch nicht ewig Zeit. Ich hab voll Hunger. Jetzt hier. Ja, schnupper mal ein bisschen. Na also, geht doch. Wuhu! Ich möchte das als... Oh Gott, da kommt direkt der Nächste. Ich möchte das als Hupe haben für mein Auto. Stellt euch das mal vor, euer Auto hat so eine Hupe. Transport abgeschlossen. Zur Abholung des Produkts Oh, T-Rex, das trödelt aber nicht wieder so lange rum. Dann kann ich in der Zwischenzeit mal hier ein bisschen was der Forschungsniveau da losschicken. Falsch. Wo war das noch? Hier. So, das ist ein neuer Dinosaurier. Das ist so eine Mischung aus Raptor und Dilo, finde ich. Voller Feuersaurier, so ein Glumander. Glumander, Glutexo, Glurak. Obwohl der Raptor, unser Standardraptor quasi, bereits früher entdeckt wurde, war der Deinonid, den ich überhaupt nicht aussprechen kann, der erste Raptor, von dem es ein nahezu komplettes Skelett gab. Aha. Sein Name bedeutet schreckliche Klaue. Dann kommt der zum T-Rex rein. Dann bringen wir den auch noch auf 100%. Grabungsstätte auch wieder eine neue.
Und noch eine neue. Oh, bin ich froh, wenn wir die alle aufgedeckt haben und nicht hier ständig reingucken müssen. Drei tote Saurier? Eieiei. Oh nein! Nein! Jetzt in dem Moment! Oh, Lennart, hättest du nicht mal kurz warten können. Hauptsache, die ganze Zeit am Rumtrödeln und kaum bin ich einmal ganz kurz im Menü. Naja. Achso, den wollen wir noch verkaufen, okay. Dann sind gleich Donald und Daisy allein mit Dagobert hier. Oh, wir haben da noch was. Einen letzten T-Rex-Schrei können wir uns heute noch anhören. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und dann brauchen wir jetzt mal eine neue Nessa hier. Und Hans ist auch tot. Eieieiei. Das darf doch nicht wahr sein. Verfault. Ja, geil. Dino-Bewertung. Minus 20. Das ist ja fies. Hat normale Standard, ne? Standard, okay. Produkt wurde eingesammelt. Schnell einen neuen Hans produzieren. Das hier ist Hans. Gibt doch nur einen Skin. Sehr schön. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, hier eine neue Nessa. Immer noch keine Liste. Entschuldigung. Keine Liste gemacht. Keine schöne Liste, wo draufsteht, wer was hat. Wüstenmuster. Ja. Kann ich der sein? Der neue kleine Dino, der zum T-Rex reinkommt? Klar, Lorenz. Wir wollen keine neue Nessa. Wir wollen dieselbe Nessa nochmal. Ich mach die gleiche Nessa nochmal. So, der neue schon bei 66%. Und wir finden jede Menge. Ach, das geht relativ schnell jetzt. Gewinn pro Minute bald 1 Million. Ich habe bald wieder 100 Millionen. Boah, das ist auf jeder Insel dasselbe. So, bitte einmal wieder hier, dahin und dahin. Dann haben wir noch eine Mission erledigt. Wir müssen uns um die Wissenschaft kümmern. Oder Unterhaltung auch mal fertig bringen. Wenn wir da nochmal den Ruf schnell erhöhen, dann haben wir da auch nochmal einen Saurier fertig. Tja, eigentlich wollte ich heute die dritte Insel fertig machen, aber das wird noch dauern. Aber zumindest haben wir viel geschafft. Wir haben ein neues Pflanzenfressergehege. Wir haben ein neues Fleischfressergehege. Und wir haben halt sehr viele Dinosaurier erforscht. So, was macht jetzt eigentlich? Da kommt da an. Diesmal kriege ich das aber mit. Für meiste Kampfsiege. Okay, da mache ich nochmal eben hier. Da brüht man mal was aus, was ich noch nicht hatte. Hier, den hier zum Beispiel. Den kenne ich noch gar nicht. Den modifizieren wir auch nicht. Den brüht man einfach so aus. Mal gucken, wie das wird. Und dann verliert T-Rex. Du verpasst vielleicht die Show beim T-Rex. Na, ich bin diesmal bereit. Und es ist auch noch nicht mal eine Show, es ist einfach nur eine Hinrichtung. Eine Show wird es gleich, wenn wir dann den Dino freilassen. Na, ich kann irgendeinen Dino freilassen, aber jetzt nicht. Zustellung abgeschlossen. So, T-Rex, jetzt rede ich mal um. Renn schon da hinten weg. Kannst du mal besser mit dem Schrei? Ja, da hinten im Wald bist du schon richtig. Nee, ich will die vierte Insel auf gar keinen Fall sehen. Erst wenn ich hier wirklich fertig bin. Dann könnte ich. Ja, ich könnte mit dem ganzen Geld schon forschen. Das stimmt und dann hätte ich auch ganz viel. Aber ich mache das lieber Insel für Insel. Oh, Leute. Hi Jack.
Herzlich willkommen. Dann wird gekämpft, Eichhörnchenschreck. Das machen wir jetzt gleich. Aber erstmal... Oh, guck mal, wie der aus dem Wald rausguckt. Guck dir das mal an. Lenneth. Du sneaky, crazy Bastard. Was? Als Tipp ist das gar nicht schlecht, Lukas. Weil auf der nächsten Insel hat man natürlich erstmal wieder Geldprobleme. Aber ich freue mich dann über die Herausforderung, mal Geldprobleme zu haben. Mein T-Rex ist... Ja, mein T-Rex ist wirklich blind. Ey, der guckt da hinten raus, denkt... Ah, ich habe jetzt alles so gut vorbereitet hier. Oh, jetzt geht's. Jetzt ist es aber soweit. Jetzt ist es soweit. Ich sage, ich gehe ein bisschen weiter weg. Meistens ist das so eine Aktion. Ich sehe das nie so richtig. Schön den Sound aufdrehen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, ist der Dino hier fertig? Nee, der ist noch dabei. Aber Hans und Nessa müssten ja fertig sein. Was war mal Hans raus? Hier Nessa. Und dann können wir uns im nächsten Stream zumindest um das Feintuning und dann wirklich um das Finale dieser Insel kümmern. Und dann gibt es dafür auch noch das Giveaway, was ich geplant habe. Und nein, es ist keiner dieser Dinos hinter mir. Die behalte ich. Hans! Das ist immer so lustig, dass Max... Ich finde diesen Dino noch... Also ich weiß nicht, irgendwie sieht er verstrahlter aus als dieser anderen Saurier. Der ist sehr ähnlich zu diesem Saurier. Aber ein bisschen anders und verstrahlter. Wo ist denn jetzt Nessa hin? Da. Aber tatsächlich sind bisher wenig Dinos gestorben im Park, obwohl ich echt viele habe. Eieiei, was ist denn hier los? Ich vergesse mal, die Teams sofort wieder loszuschicken. Ich habe auch einfach noch viel zu viel auf dieser Insel zu erforschen und zu erkunden. Nee, Jack, den habe ich noch nicht. Na gut, Lukas hat schon geantwortet. So ein Weckerschrei wäre wirklich geil. Wie gesagt, also als Hupe wäre es noch geiler. Ich würde... Boah, wie geil das einfach wäre. Okay, wir müssen uns ein bisschen um dieses Gehege jetzt hier kümmern. Das ist ein bisschen verwahrlost im Grunde genommen. Wen könnten wir denn dann dazu packen? Also die brauchen viele, die brauchen viele. Die brauchen nicht viele. Das sind noch die einzigen, die nicht viele brauchen. Ah, das wäre fies, den da hinzupacken. Wir könnten den auf die andere Seite. Wir haben auf der einen Seite Zuckerguss und... Ja, es passt noch nicht mit dem Gehege so richtig, ne? Auf der einen Seite sind... Auf der anderen Seite sind ja schon Zuckerguss und Sahne, die beiden. Der hier wäre auch noch ganz cool, aber ich glaube, der braucht auch mehrere. Ich glaube, alleine ist er nicht glücklich. Wir können gleich mal bei dem gucken, ob der alleine glücklich ist. Übrigens ist der noch nicht bei 100%. Aber jetzt müsste der zumindest mal fertig sein, damit wir... Ah, da ist er ja. Okay, jetzt kommt der Kampf. Gibt es mich schon auf dieser Insel? Nee. Joe Cool war auch schon Dino. So, bereit zum Freilassen. Jetzt sehen wir einen richtigen Kampf. Mein Lieblingsdino ist der Triceratops. Der auch hinter mir oben steht. So. Ein Torosaurus, oder? Natürlich, die werden mittelgroß und fressen gerne Farne. Wartet ihr kurz, Dinos? Ich muss einmal zu den Fossilien, die sind gerade angekommen. Der T-Rex guckt da schon so hin. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Zocken wieder zurück. Ah, es war ja locker. Easy.
Kann jetzt schon mal den nächsten produzieren. Weil... Nehme ich auch den nochmal. Ein bisschen habe ich jetzt sogar modifiziert. Egal, wir haben ja das Geld. Jetzt. Oh, jetzt geht's los. Warte, kann der alleine sein? Kann er nicht. Okay, gut zu wissen. Wow, mit dem einen Bissen die Hälfte der Leber abgezogen. Oh, der blutet ordentlich. Ah, der hat überhaupt keine Chance. Der hat überhaupt keine Chance. Der hatte nämlich ansatzweise eine Chance. Ceratosaurus gegen Triceratops. Oh, alter Schwede, 555 die Bewertung. Also Triceratops hat gegen Ceratosaurus sogar eine Chance gehabt, aber das hier war jetzt, der war ja chancenlos. Boah, ich mag das überhaupt nicht bei diesem Spiel. Hole Produkt ab. Aber es gehört dazu. Raphael, also nach Lennis muss das immer so direkt sein. Der tut mir gleich noch mehr leid, der sieht total süß aus. So, die sind noch on Tour, aber bald auch fertig. Ich könnte allerdings auch Hans hier rüberpacken. Dem Hans ist, glaube ich, eh egal, wo er ist, oder? Nee, der Hans mag nicht so viele. Ja, dann ist doch genau richtig. Dann kommt Hans. Drüben sind mehr so die Einzelgänger. Hans, Dagobert. Dann könnte ich den Hans drüben hinpacken. Und hier könnte ich noch so einen anderen Triceratops hinpacken. Neues, vollständiges Genom. Sehr schön. So, das heißt, der T-Rex kriegt gleich Kinder. Neues, vollständiges... Da ist er doch. Der gibt... Dino. Der Dino. Den nennen wir einfach mal Dino. Wir haben den Dilo und das ist der Dino. Wie lange ist das ungefähr her? Pff, nicht so lange. Ja, Micha, ich bin ja auch kein Fan. Von dem Spiel, ja, aber nicht davon. So, wir haben auch drei verschiedene, können wir davon erstellen. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Wahrscheinlich wieder Raptor braucht ja auch mehrere. Aber erstmal gucken wir, was wir hier noch alles so pimpen können. Ich meine, die Kämpfe kann man natürlich viel spannender machen, wenn man eben genau hier richtig modifiziert. Verteidigung erhöhen, Angriff erhöhen, sodass Dinos auch mal eine Chance gegen T-Rex hätten. Oh, Lebensfähigkeit 6%. Ach du Heilige. Lebensfähigkeit minus 18%. Das wird so nicht funktionieren. Das ist der erste Dino, den ich nicht produzieren kann. So, wir lassen erstmal den frei, damit der T-Rex seinen weiteren Kampf bekommt. Dino den. Genau. Alles klar, Micha, mach das. Schön feiern. Das ist so der süßeste Triceratops. Der ist relativ klein. Oh Gott. Oh nein, der wird nicht kurz. Der wird nicht lang das Licht. Thank you.
Was soll ich sagen? Gut gemacht. Auftrag abgeschlossen, Gott sei Dank. Rufbelohnung. Ranger Treffsicherheit 2.0. Ach, Moment mal, das kann ich aber jetzt schon erforschen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, dann brüten wir mal. Das, wie gesagt, das wird vorne und hinten nicht funktionieren. Der hat eine Lebensfähigkeit von -12%. Okay, wir haben dann +60% durch das, aber 50-50 Chance, dass es funktioniert. Achso, der ist jetzt fertig, okay. Den müssen wir nicht mehr erforschen. Aber den einen müssen wir noch, den wir eh schon haben, der gerade beim T-Rex gestorben ist. Ja, komm. Archiv, Charaktere, irgendein Charakter. Gibt immer noch viel. Warte mal, uns fehlt noch der... Ich schau mal kurz nach. So, die sind alle auf 100. 100, 100, 100. Aber einer noch nicht. Genau, der Torosaurus. Torosaurus. Den müssen wir noch einmal kurz erforschen. Wo gab es den denn? Maya. Hier gibt es den Torosaurus. Dann fliegen wir nochmal hier hin. Ah, ich kann nochmal jemanden losschicken. Torosaurus. Hier gibt es nur den Torosaurus. Alles klar. Wie lange noch? Ungefähr eine halbe Stunde. Heute, dadurch, dass ich ja heute Abend noch ins Kino gehe, habe ich jetzt nicht unbegrenzt Zeit. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der ein Kadaver frisst. Da haben wir die größten Chancen eigentlich im Raptorengehege gerade. Ja, ich kann natürlich am Ende des Streams mal wieder die Tore aufmachen. Ich weiß, er steht darauf. Das war nicht dieser richtige Schrei mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll. Der ist auch schon geil, der Schrei, aber der hat auch noch diesen... Oh, einfach diesen Knallerschrei. Ich werde Jurassic World schauen. Tatsächlich. Bin ich immer noch nicht zugekommen. Oh, und ich habe auch so lange keine Popcorn mehr gegessen. Da freue ich mich. Ich war generell schon lange nicht mehr im Kino. So. Muss ich mich mal langsam um die Mission kümmern. Hier haben wir noch die aktuelle Mission. Ah, oh, Moment mal. Was muss denn da... Modifikation aggressives Verhalten 2.0. Damit muss ich den ausbrüten für die Mission. Brutkasten. Modifizieren. Wo habe ich das denn? Aggressives. Kann ich ja mal den nächsten damit ausbrüten. Aggressives Verhalten. Da. Aggressives Verhalten 2.0. So, den haben wir bald auch auf 100%. Sehr schön. Es gibt gerade viel zu viel zu erforschen. Das war auf den anderen Inseln nicht immer so heftig. Neue Grabungsstätte, aber die haben wir bald alle. Und ich finde so viele Fossilien vom T-Rex, alles klar. Die brauche ich nicht mehr. Hi, Chef. Oh, das hört sich sehr gut an. Den werde ich dann heute nach dem Kino filmen. Wenn ich aus dem Kino zurückkomme, dann kann ich mir das mal anschauen. Nee, kann ich mir gar nicht. Doch, kann ich mir anschauen. Auf dem Handy geht's. Genau, Lukas. Ja, Popcorn habe ich auch manchmal so da, aber nicht, also zumindest nur so fertiges in Tüten. War der eine jetzt eigentlich schon fertig? Hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Nein, es hat nicht funktioniert. Der zweite hat nicht funktioniert. Der erste, den können wir schon mal rauslassen. War es nicht so gut? Oh, es war nicht gut. Weil der wird mehrere Freunde brauchen. Sonst rastet der auch direkt wieder aus. Wir haben gleich wahrscheinlich ein Loch im T-Rex-Gehege. Oh Gott. Lorenz wollte das sein, ne? Habe ich doch richtig in Erinnerung.
Chef braucht auch noch einen Dino hier. Oh ja, oh ja. Der braucht ganz dringend Freunde. Und das wird jetzt dauern. Minus 16, die Wahrscheinlichkeit. Ah, das... Das ist nicht gut. Na, solange... Nee, ich warte noch mal, bis ich den mit dem aggressiven Verhalten draußen hab. Warte mal. So, der ist ja gerade erst auf die Welt gekommen. Wo ist er denn? Ach, beim T-Rex. Unterhalten sich gerade. Alles klar, T-Rex sagt sofort, ich hab das Kommando hier in diesem Gehege. Okay. Aber ein Leckerchen kriege ich manchmal, oder? Gut, ja, nicht Transport. So, wir betäuben den erstmal, bis der Freunde da hat. Dann verliert er zwar Leben die ganze Zeit, ich weiß. Aber sonst rastet der jetzt hier gleich aus. Boah, den kriegen wir auch nicht auf 100% in den einen. Und irgendein Dino ist tot. Oh, bei den Raptoren geht es los. Wir brauchen einen Raptor in Wüstenmuster. Wo sind die Raptoren, die normalen? Da. Einen Raptor im Wüstenmuster. Produkt wird eingesammelt. Vitas. Alles klar, Claudia. Also heute war mehr los als erwartet. Ich dachte, wir bauen heute ganz gemütlich die dritte Insel. Die war ja schon relativ weit. Ich war ja, aber dadurch, dass ich so viele neue Dinos bauen muss, die alle ganz besondere Bedürfnisse haben. Tja. Produkttransport im Gange. Warte mal, ich habe noch die Mission. Finden Sie auf einer Expedition ein großes Pflanzenfresserfossil? Nun ja. Wenn einmal wenigstens der hier fertig wäre. Wir haben hier zum Beispiel noch den Diplodocus und Brachiosaurus. Hier gibt es noch Ceratosaurus, alles klar. Hier, Brachiosaurus, na dann. Oh, Raphael. Stimmt, das war der eine Moment, den ich verpasst hatte. Da haben wir noch. Aber der ist tot. Weil er geschlafen hat, oder was? Hat T-Rex denn einfach... Jack, einfach nur nachfragen. Manchmal sage ich zum Beispiel, wenn ich einen neuen Dino habe, so, der hat jetzt noch keinen Namen. Dann frage ich, möchte jemand dieser Dino sein? Dann sage ich, ja, dann... Kannst du das sein? Ja, Lorenz, ich... Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das finde ich jetzt gerade überhaupt nicht gut. Vor allem ist das jetzt mein Missionstier, was ich jetzt hier rauslasse. Die fressen echt die Schlafenden? Die Ziege war giftig, Verrat. Ich muss aber sagen, den Dilo finde ich cooler. Der hebt sich noch ein bisschen mehr vom normalen Raptor ab. Also zum Beispiel
Sind die noch nicht vergeben, Jack? Okay. Wir müssen diese neuen, aggressiven Dinosaurier beobachten, überwachen und bewerten. Stellen Sie sicher, dass der Dinosaurier in einem sicheren Gehege untergebracht ist. Für 5 Minuten! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich hätte nämlich keine Freunde, damit gleich ausrasten. Job sicher erledigen können. Bitte. Das ist mein Job, Doktor. Ja. So, was aggressive Verhalten, das muss ich jetzt beenden. Machen wir... Machen wir halt das hier. Danke und direkt für Ihre noch Hilfe ein. Im Unterhaltungssektor. Welchen hatten wir jetzt gerade? Tiger-Muster? Warte mal. Welches Muster hatte der jetzt? Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken. Ja, später. Ich habe gerade echt hier Ärger am Hals. Welches Muster hast du? Alpin-Muster. Lenneth? Das ist mein Missionsdino, den darfst du jetzt auf gar keinen Fall irgendwas tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Alpin-Muster haben wir schon. Jetzt nochmal modifizieren. Der normale mache ich gerade. Tiger-Muster brauchen wir noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geborgenheit ist zumindest gerade noch bei 90%, aber der braucht unbedingt Freunde. Lenneth hat ihn einfach getötet, gerade in Loritz. Nee, auf gar keinen Fall betäuben. Dann passiert das gleiche mit dir, Lorenz, gerade. Dann wird er einfach gefressen. Eichhörnchenschreck. Wäre auch cool, wenn einer meiner Dinos Eichhörnchenschreck heißt. Es ist so... Nein! Jetzt rennen die alle ins T-Rex-Gehege rein! Alarm! Alarm! Dazu passt jetzt der Regen, alles klar. Lenneth ist wieder kurzsichtig, ich habe wieder niemanden gesehen. Es sind mehrere Menschen im Gehege. Die Menschen rennen vor Angst ins T-Rex-Gehege, die menschliche Dummheit ist unendlich. Die Menschen werden ja nicht auf der Karte angezeigt, ich glaube, die sind alle da hinten in der Ecke. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn mit... Wer ist denn jetzt... Was, oh, Leute. Schnell, bevor die anderen Tiere auch noch ausrasten. Reagiere auf Nachschubanfrage. Erstmal Fleisch hier auffüllen. Wo ist denn... Okay. Unser Missionssaurier liegt da erstmal gemütlich vor sich hin. Wir hier haben eine Fehlgeburt gehabt. Nicht so geil. Wer ist denn jetzt hier drin? Ach so, Vitas. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt hier. Wobei es ein elektrisches Gitter, Raphael. Menschen haben Glück, dass das Lenneth echt blind ist. Und auch nichts riecht. Wow.
so viel dazu. Warte mal, oh, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe der hat. Ich kann den anderen noch nicht. Wir versuchen es mal. Das wird aber riskant. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, sobald er drin ist. Oh Gott. Oh. Diese Raptoren sind alle schon vergeben, Jack. Könnte ich versuchen, Doomsday. Knickknack. Ja, das Knickknack wird den Leuten aber nicht so gefallen. Hat er jetzt nur den einen getötet oder schon andere? Dinosaurier getötet 7, Menschen getötet 2. Okay, hat er schon einen. Lenneth hat schon 7 Saurier getötet. Hat eine Bewertung von 684. Gottes Willen. Mein Park wird völlig überfüllt sein, weil ich einfach so eine Ultra... Was ist denn hier los? Produkt in der Luft. Park überfüllt 80%. Kaum habe ich hier einen T-Rex, eskaliert hier einfach alles. Warum habe ich denn keinen Strom? Hier stimmt doch was nicht. Stromausfall, alles klar. Anfrage bestätigt. Lege weitere Aufgabe fest. Ich habe schon 3 Hotels. Das muss für eine Insel dieser Größe eigentlich ausreichen. Aber meine Parks sind halt echt beliebt, ne? Das ist echt ein Problem. Dann kann hier halt noch ein Hotel hin. Total hässlich. Ich muss erstmal. Dann ist der Park halt überfüllt. Ist mir doch jetzt egal. Oh, warte mal. Da ist jetzt der eine Saurier wieder da. Den freilassen, damit er nicht alleine ist. Hey, du bist nicht alleine, mein kleiner Freund. Nein! Bleib vom Zaun weg. Geborgenheit unruhig. Warte mal, der hat jetzt Alpinmuster. Einer Kreatur, deren Name schreckliche Klaue bedeutet, sollte man mit dem Nötigen. Der hat Haut Standard. So da muss ich jetzt noch ganz schnell ein Alpin Standard. Was ist noch da? Ein Tiger muss noch wieder raus. Oh, geh vom Zaun weg! Lass es doch sein, Mann! Warum rennen die denn alle zum... Diese Schaulustigen! T-Rex steht direkt daneben! Du musst doch mal mittlerweile entspannt sein. Ich hab dir doch schon einen Freund hier reingesteckt. Wo bleibt eine andere? Boah, 14%. Oh, ein freundlicher Zeitgenosse hier. Ne, Jack Raptoren sind alle schon besetzt. Da kann ich keinen mehr umbenennen. Oh Gott. Wie die Lemminge, echt mal. Futterstation, toter Dino, ist mir gerade alles egal. Ich muss dieses Gehege hier retten. Oh, 6 Sekunden, wir haben gleich die Hauptmission erfüllt. Geborgenheit ist immer noch nicht so toll. Ah, okay, Hauptmission erfüllt. Immerhin das. Toll, wir haben einen neuen Saurier zur Verfügung.
Als ich hier in den Parks angefangen habe, ahnte ich schon, dass unsere Machenschaften nicht immer einwandfrei sein würden. Ich meine, wir haben mit Tieren zu tun, die existieren sollten. An solchen Tagen wie heute war das Projekt zwar erfolgreich, aber es fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an. Ich habe gehört, dass Sie, Lambert und Wu etwas aushacken. Etwas, das potenziell gefährlich ist. Und unverantwortlich. Ich wusste, dass ich die zwei überwachen muss. Anscheinend gilt für sie dasselbe. Ach ja, hier sind wir gerade dabei, den Brachiosaurus zu entdecken. Ich habe noch ein Forschungsteam zur Verfügung. Welcher Dino ist eigentlich tot? Sahne, jetzt ist Sahne tot. Savannenmuster. Dadurch, dass ich mal neue Dinos finde, verrutschen die auf andere Stellen und ich suche die mal bekloppt. Savannenmuster. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Nicht gut. Kriegen da gerade keinen wieder auf die... Ja, ich hab noch auf dieser Insel gar keinen Bunker, weil ich noch gar keinen brauchte. Och, jetzt ist noch irgendein Dino krank. Könnte nicht mal ein anderes krank werden? Füge Aufgabe hin. Zuckerguss ist krank. Das wundert mich nicht. Sahne ist gerade gestorben. Eieieiei. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. So, der Brachiosaurus. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Der kommt natürlich ins hinterste Gehege, was ich da noch vorhabe. Und der ist jetzt da, sehr schön, der ist bei 100%. Dann habe ich aber noch was zu erforschen. Und, ach nee, nach wie vor sind das nur diese beiden Dinos hier. Zu viele Dinos. Ich bin froh, dass ich mittlerweile schon so ein paar aussortiert habe, die ich nicht unbedingt gerne im Park haben möchte. Er wollte Action, jetzt hat er zu viel. Nee, ich finde es ja gut, dass es ein bisschen spannender wird. Allerdings habe ich auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, der Schutzbunker kommt auf jeden Fall hier irgendwo hin. Ich meine, hier gibt es auch, aber da kriege ich wieder einen neuen. Den Diplodocus habe ich doch nicht, noch nicht, ne? Ah, nicht der. Oh, Mist, das war der falsche. Egal. Na gut. Dinosaurierbedrohung 3, die räumen da glaube ich gerade richtig das Gehege auf. Das hier war Lorenz, der erste rote. Neues vollständiges Genom. Sehr schön. Zumindest eine Aufgabe, die Plodocus-Fossil besorgen. Schließen wir mehrere Expeditionen ab, haben wir gleich auch erledigt. Der Dino ist fertig, oh Gott sei Dank. Oh, das ist das übliche Drama, Claudia. Oh, wie sieht der denn aus? Heilige, wie, boah, was ist das denn? Wir sind wirklich mit einer
Das ist schon fast cool. Ein Name wird zu vergeben. Hier, wer gesellt sich zu Lorenz? Und zwei Namen sind zu vergeben. Hier die Dinosaurier. Die beiden hier. Der Graue und der Grüne. Sind noch zu vergeben. Seid jetzt wenigstens glücklich. Ja, die könnten noch einen vertragen, aber das soll erstmal für den Moment reichen. Der braucht mehr Wald. Die sind ja wieder die los, die brauchen mehr Wald. Warte, du kriegst deinen Wald. Hier, Baum, da ist noch ein Baum. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Ach nö, jetzt haben wir schon wieder so einen Dino da, der so viel Wald benötigt. Dass die immer so viel haben wollen. Ich will doch jetzt nicht mein T-Rex-Gehege voll mit Wald bauen. Dann schmeiße ich die gleich alle wieder raus. Dann bleibt der T-Rex alleine da drin. Ganz ehrlich, ich mache mein T-Rex-Gehege jetzt nicht kaputt, nur weil ich hier schon wieder Dinos habe, die einfach so viele, ja, so geiles Bild. Ja, beißt man den T-Rex in die Nase. Alles klar, ich bin im Schreck. Na, ich bin mir noch nicht so sicher. Also heute lerne ich sehr viele Saurier kennen, die ich nicht haben möchte in meinem Park. Aber wenn man sich mal einfach mal anschaut, wie viele man noch insgesamt hat, es gibt eh viel zu viele Dinosaurier, viel zu viele. Die hätten ein Drittel davon hier ins Spiel reinpacken können, hätten mir voll gereicht. Oh, warte mal. Zahn ist wieder da. Aber man probiert halt alle durch. Wir haben alle gefallen. Hallöchen, Liz. Es gibt einige, die gefallen mir sehr gut. Es gibt einige, die gefallen mir überhaupt nicht. Und im Grunde genommen ist das auch gut so. So war doch Sahne, ne? Sahne. Hier ist Zuckerguss. Alles klar. Und jetzt ist der nächste tot. Jetzt gerade sind wieder viele tot. Ein Raptor, wie es aussieht. Oder Claudia ist tot. Immerhin 152 geworden. Haut Standard. Okay, wir brauchen eine neue Claudia. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Lebe ich noch und wenn ja, wie lange? Ich glaube, die Frage haben wir jetzt gerade geklärt. Ist ja jetzt noch ein Dino gestorben? Oder war das nur der Stromausfall? Es fällt immer da hinten das Kraftwerk aus. Kein Problem. Und Hotels sind völlig überfüllt. Park überfüllt, 100%. Ja, ist mir egal. Solange ich hier meine Mission erfülle. Hauptmission erfüllt, Hauptmission erfüllt. Hier haben wir, müssen wir den Beruf noch ein bisschen verbessern. Und für die Wissenschaft müssen wir noch ganz viel machen. Oha. Ach, das ist ein anderer großer. Boah. Expeditionskarte, gibt es neue Orte wegen neuen Dinosauriern. Die interessieren mich jetzt aber gerade mal herzlichst wenig. Denn ich brauche nach wie vor den Brachio. Brachio. So, ich mache mal ein Foto von einem Dinosaurier, der den Kadaver frisst. Nichts Aufgabe hinzufügen. Auf geht's. Dankeschön, Beatles. Dir auch noch einen schönen Abend. Jack, was mache ich?
Guck mal, wir sind schlimmer als die Pflanzenfresser. Wir müssen auch mit dem Auto so in dieser Perspektive zum T-Rex fahren. Wasser hier aus. Dein Kadaver frisst. Wo sind denn hier überhaupt unsere Fressstation? Da. Sie wird noch produziert. Komm, Vitas, geh doch mal hier ein bisschen was essen. Habe ich gerade frisch aufgefüllt. Ah! Hallo? Achso, ja, das könnte man machen, Jack. Komm, Vitas. Wo sind denn die anderen alle? Geh doch mal was essen. Ich denke mich jetzt hier hinten im Busch. Lass mich in Ruhe und geh essen. So, den großen Langhals gibt es dann. Oh, wir haben zwei Langhälse. Gibt es dann im nächsten Stream auf jeden Fall. Nein, du bleibst hier, du bleibst hier. Nicht wegfahren. Toll. So eine einfache Mission, aber jetzt ist hier keiner. Leider zählt das nicht, Lorenz. Wo sind die beiden anderen Raptoren? Haben die alle keinen Hunger? So, wir holen mal Claudia raus, dann haben wir ein Dino mehr hier am Start. Vitas sieht rot. Ja, der pöbelt die ganze Zeit gegen mein Auto. Moment mal. Hier liegt eine tote Ziege. Kann lieber jemand fressen? Oh, ich habe vorhin so viele Fotos machen können. Claudia sagt sofort wieder, wer hier Chef im Ring ist. So richtig verstehen die sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, die tolerieren sich nur. Ah, das kann jetzt nicht so schwierig sein hier. Diese eine Mission. Da hinten, da frisst einer. Das dürfte nichts werden. Er frisst doch sogar die Ziege jetzt. Ja! Mein Auge für Bildkomposition. Oh, sehr schön. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. So, wir schicken... Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird... Nee. Ich nehme jetzt erstmal gar nichts mehr an. Der Brachiosaurus ist aufgrund seiner enormen Größe einer der bekanntesten Dinosaurier. Das macht ihn auch zu einer beliebten Attraktion bei den Besuchern von Jurassic World. Sein Name leitet sich von seinem unglaublich großen Humerus ab. Es wird angenommen, dass sich dieser Dinosaurier von Baumkronen ernährte. Außerdem ist er warmblütig.
Und jetzt haben wir wieder einen neuen Dinosaurier, einen anderen großen. Die Diplodocus ist einer der bekanntesten und größten Dinosaurier. Er sieht wie ein typischer Sauropode mit einem langen Hals, einem langen Schwanz und vier kräftigen Beinen aus. Sein Name bedeutet Doppelbalken und leitet sich vom irgendeinem Knochen seines Schwanzes ab. Es wird davon ausgegangen, dass er Steine verschluckt hat, die ihm bei der Verdauung helfen sollten. Obwohl er klassischerweise in einer vertikalen Pose abgebildet wird, ist man heute der Ansicht, dass sein Hals und sein Schwanz meist eine Linie bildeten. Okay. Zwei neue Saurier, die wir dann im nächsten Stream, wie gesagt, die Fleischfresser sind im Grunde genommen fast fertig. Vielleicht packe ich mir lieber die Dilos da rein, wobei die brauchen auch wie so viele Pflanzen, wie so viele Bäume. Hier kommt das große Pflanzenfressergehege hin für die neuen Langhälse. Hallo Sabi. Ansonsten muss ich mich jetzt verabschieden. Ich muss mich nämlich jetzt fertig machen fürs Kino. Und da kann ich mich dann mal richtig entspannen. Und da werde ich mich nur hinsetzen, nur Popcorn essen, Film gucken. Heute war hier definitiv mehr Stress als erwartet. Es hat ganz lustig angefangen mit den Pflanzenfressern hier, ne? Aber als dann noch da beim T-Rex das Gehege auf war, das war dann nicht mehr so lustig. Ich meine, im Geld hätte es nicht geschadet, selbst wenn wir den T-Rex komplett freigelassen hätten. Natürlich, Total Dino. Das war ja klar, dass zum Schluss, wenn man aufhören möchte, noch irgendwas passiert. Ipa ärgert mich jetzt noch. Dann bringen wir halt Ipa auch noch weg. Produkt muss eingesammelt werden. So, neue Fossilien sind auch wieder alle da. Ja, man wird hier einfach nie fertig, ne? Extrahieren, verkaufen. So, ihr dürft wieder los. Brachiosaurus. So, ich brauche eine neue Ipa. So, jetzt aber. Jetzt verabschiede ich mich. So, wie gesagt, morgen geht's weiter dann mit Life is Strange. Da spielen wir die nächste Episode. Am Donnerstag wahrscheinlich Sea of Thieves. Den Plan habe ich auch nochmal bei... Ich muss noch die Daten verändern. Die Daten stimmen nicht bei Discord. Ansonsten die Tage stimmen. Aber ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache es heute kurz und schmerzlos. Speichere nochmal ganz schnell. Einfach auf Lenneth. Heute ging es ja um Lenneth. So, bevor jetzt noch irgendwas passiert, mache ich hier Schluss. Genießt den Film. Dankeschön. Danke, Lutzenga. Dinos freilassen. Ne, dafür ist keine Zeit mehr. Ich muss jetzt wirklich sofort Stopp machen. Deswegen auch nur eine ganz kurze und schmerzlose Verabschiedung. Nicht lange drum rumreden. Das machen wir beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal, dann ist die Insel auch fertig und dann können wir wirklich alles freilassen. Dann sehen wir auch, wie der T-Rex meine Langhälse angreift und sowas. Das wird nicht schön, aber ist sicherlich interessant für den einen oder anderen. Alles klar. Dann macht's gut und habt noch einen schönen Dienstag. Tschüss zusammen.